am politischen Hochglanzereignis. Nämlich es folgen Originalauszüge einer inzwischen Gott sei Dank aberkannten Doktorarbeit. Es ist leider eine sehr lange Doktorarbeit. Deswegen direkt zur Stimme der Moral. Zum Beispiel ist die Wahrheit immer bunt und über jeder Tragik steht da und es gebe ich hier mit Kund. Mich hält das sehr gesund. Wenn du verlierst, gewinnst du was dazu. Der Weg zu mich führt immer übers Du. Erfahr keine solche Leichtigkeit. Wofür das hier zu weit? Ja, das führt hier zu weit. Immer wieder, immer weiter, immer wieder gut. Versucht auch tatsächlich was zu tun, nicht nur über die Dinge zu singen. Und da fiel uns ein, dass wir ganz gerne in Gegenden, wo all das Bunte verschwindet und nur noch das Braune bleibt, Konzerte machen wollen zugunsten von alternativen Jugendzentren und Antifa. Und wir haben damals Konstantin Wecker gefragt, ob er mit uns auftreten würde. Er hat dann gleich zugestimmt. Wir hatten natürlich mit allen möglichen Problemen gerechnet, aber nicht damit, dass man uns zum Beispiel in Hoyerswerda sagte, toll, dass ihr was gegen Nazis machen wollt, aber bei uns braucht ihr nicht spielen, bei uns gibt es keine Nazis mehr. Wir hatten ein halbes Jahr vorher dort gespielt mit Strom und Wasser und einer von denen, die es dort nicht gibt, saß bei uns im Publikum. Er hat es für seine Verhältnisse ziemlich schwer gehabt, er musste wegen einer Gewalttat Sozialstunden ableisten, auf einen behinderten älteren Herrn aufpassen und dann auch noch unsere Musik ertragen. Das ist für so einen jungen Nationalen keine einfache Übung gewesen. Und wie er da so saß, ein Kiesel in einem Ozean aus Gefühl, habe ich gedacht, jetzt muss er schon zuhören, schade, dass wir kein Lied haben, das vielleicht irgendwas in ihm bewegt. Und dann habe ich nachgedacht über Faschismus, was das eigentlich ist, und ich bin drauf gekommen, man könnte es reduzieren darauf, dass es der Glaube ist, dass immer das möglichst Harte sich durchsetzt in der Welt. Und Faschismus ist ja nicht immer so offensichtlich, es ist ja auch sehr offensichtlich in der Art, wie zum Beispiel Arbeitgeber mit Arbeitnehmern umgehen, wie große Konzerne mit kleinen Konzernen umgehen, wie mächtige Staaten mit schwachen Staaten umgehen. Überall, finde ich, ist heutzutage eine Verhärtung spürbar, eine gesellschaftliche Verhärtung. Und deswegen haben wir dieses Lied geschrieben, es heißt Hartschalenkostüme. Du sprichst von den immer härteren Zeiten, den harten Methoden. Sprichst von Herrn, der Sackbau.
streiten und strafen, wir bombardieren den eigenen Hafen. Wer eisern durch alle Ärsche kriecht, der wundert sich, wenn er nach Scheiße riecht, wie sehr wir die Bitterkeit vermehren, indem wir uns über das Leben beschweren. Wenn einer gelobt wird, weil er so hart ist, noch weil er von stählerner altdeutscher Art ist, gestattet mir mit verlottertem Lachen auf ein paar Sachen aufmerksam zu machen. Bringt uns nicht zum Ducken, das lässt uns nur die Achseln zucken. Kommt, lachen wir sie aus, die Harten, mit dem melodischen Applaus der Zarten. Was harte, bezegliches bricht, sollte singt nie, was er spricht, sollte ganz auf mich steht, hat es was hart zu Grunde geht. Großartige Gäste, das war Strom und Wasser. Ich muss mich bei den Künstlern entschuldigen, es soll Plakate gegeben haben, wo nur die Politiker draufstehen, aber nicht die Künstler. Aber auch Parteien lernen langsam, aber sie lernen. Ich entschuldige mich bei den Künstlern, dass auf einem Teil der Plakate sie nicht draufstehen. Neben mir steht das Beste, was die Europäische Linkspartei zu bieten hat, was ihre deutsche Ausgabe anbetrifft. Sie ist im Parteivorstand und kann ganz viele Sprachen und ganz toll antikapitalistische Politik und ist ein, zumindest mal, was mich anbetrifft, jüngeres Gesicht. Judith Bender! Dankeschön. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Das Haus ist voll, Stimmung ist gut. Ich hoffe, ihr habt die Demo gut überstanden. Ihr wisst ja, wer sich nicht bewegt, der spürt die Ketten nicht. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir machen jetzt 2,5 Stunden Kultur und Politik und ich habe die Ehre, an meiner Seite Dieter Dehm zu haben, der laut Bild-Zeitung der erste Popstar im Deutschen Bundestag ist. Ja, herzlich willkommen, Dieter. Mach mal weiter. Ja, im Juni hat die Partei Die Linke eine neue Parteiführung gewählt. Es ist ein neuer Aufbruch entstanden. Wir haben neuen Schwung geholt. Wir haben derzeit laut Umfrage sind wir bei 9%, was ein super Ergebnis ist. 9%. Und nicht zuletzt, es ist eine Umfrage, trotz allem. Nicht zuletzt bin ich davon überzeugt, dass ein ganz großer Anteil daran haben natürlich unsere Parteivorsitzenden und der Parteivorstand natürlich auch die gesamte neue Führung. Ich freue mich außerordentlich, dass wir beide Parteivorsitzenden jetzt zusammen direkt aus dem Wahlkampf sozusagen eingeflogen hier haben. Einmal rechts vorne Katja Kipping. Liebe Katja, schön, dass du da bist. Und hier vor mir Bernd Rixinger. Herzlich willkommen. Böse Stimmen haben teilweise gemunkelt,
ist dieser Job denn jetzt nach Oskar, nach Gregor nicht ein bisschen zu groß für Katja? Ich finde ganz eindeutig, Katja macht einen super Job. Sie lässt sich ihre Butter nicht vom Brot nehmen. Sie schlägt sich außerordentlich gut. Jetzt begrüße ich Katja Kipping noch einmal ganz herzlich. Du kommst hier vorne bitte auf die Bühne und hast 10 Minuten Zeit. Herzlich willkommen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, hinter uns liegt ein turbulentes Jahr. Nach einem reinigenden Gewitter haben wir uns zusammengerauft und neue Handlungsfähigkeit erlangt. Und wir haben immer mehr Einfluss auf die gesellschaftliche Debatte genommen. Dabei sind wir wirklich zur Ideengeberin für die Debatte geworden. Also viele Dinge, die inzwischen im Mainstream diskutiert werden, die sind zuerst bei uns diskutiert worden. Der Mindestlohn, eine Mindestrente, stärkere Verfolgung von Steuerflüchtlingen, Verbot von Stromsperren, all das sind Sachen, wo die Linke eigentlich ein Copyright hat, aber wir freuen uns, wenn es ankommt im Mainstream. Und insofern konnten wir am Ende des Jahres sagen, die Linke ist zurück, das ist gut so, das ist unser gemeinsamer Erfolg, das war nicht nur wir beiden alleine, das ist unser gemeinsamer Erfolg und darauf können wir alle ein bisschen stolz sein. Normalerweise bietet sich ja eine Rede zu Beginn des Wahljahres an, um Despektierliches über die Spitzenkandidaten anderer Parteien zu sagen. Aber der Spitzenkandidat der SPD, manche nennen ihn ja liebevoll Pannenpär, der spricht ja so sehr für sich und damit gegen die SPD, dass wir da ein bisschen arbeitslos werden. Und insofern möchte ich meine Redezeit lieber darauf verwenden, die strategischen Unterschiede zwischen uns und den anderen Parteien und unserer strategischen, eigenständigen Funktion in den Mittelpunkt zu stellen. Betrachten wir Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb macht knallhart das Geschäft der Obersten, der Banken, der Konzerne, der Superreichen. Dafür gibt es viele Beispiele. Aber dafür zeugt auch der Umgang der schwarz-gelben Landesregierung in Niedersachsen mit den Landeskliniken. Es ist ja schon ein Skandal an sich, wenn Landeskliniken privatisiert werden. Aber Niedersachsen hat Schwarz-Gelb die Landeskliniken für ein Drittel ihres Geldes, ihres Wertes, für ein Drittel verscherbelt. Ja, diese Begünstigung gegenüber von Privaten hat das Land Niedersachsen 250 Millionen Euro gekostet. Hier sieht man, für wen Schwarz-Gelb da ist. Den Konzernen werden Geschenke gemacht und den Studierenden wird das Geld mit Studiengebühren aus den Taschen genommen. Da sagen wir als Linke, die Studiengebühren müssen abgeschafft werden und zwar sofort. Bildung darf keine Ware werden. Und auch die eine oder andere vermeintliche Fürsorgeinitiative von Schwarz-Gelb kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie das Geschäft der Oberen machen. Schauen wir uns doch nur mal an, was aus der Renteninitiative von Frau von der Leyen wurde. Am Anfang stand der Schutz vor Altersarmut. Dann wurde eine Zuschussrente für 850 brutto wohlgemerkt draus. Diese wurde dann degradiert zu einer sogenannten Lebensleistungsrente und nun wurde selbst diese von der CSU kassiert. Was für ein Trauerspiel. Und wie gut, dass es mit der Linken wenigstens eine Partei im Land gibt, die sich für eine Mindestrente einsetzt, die konsequent vor Armut schützt. Zurück zu Schwarz-Gelb. Merkel ist nicht die fürsorgliche Landesmutter. Sie macht knallharte neoliberale Politik. Ja, man kann sagen, sie vollendet das Werk ihres Vorgängers Schröder, indem sie die Agenda-Politik nun ganz Europa aufdrückt. Und die Auswirkungen können wir im Süden von Europa bereits erleben. Die Frage ist, und es ist ja bloß noch eine Frage der Zeit, bis diese unsoziale Kürzungspolitik zurück als Bumerang nach Deutschland kommt. Wir erleben, in der Industrie geht bereits die Auftragslage zurück. Also können wir festhalten, die Politik von Schwarz-Gelb ist nicht nur unsozial, sie ist auch volkswirtschaftlich kontraproduktiv und sie ist gefährlich für Europa. Insofern braucht es einen Wechsel. Aber dieses Land braucht eben mehr als einen reinen Farbwechsel. Wir sind ja hier nicht beim Friseur, wo es ums Haarefärben geht. Dieses Land braucht einen wirklichen Wechsel und einen wirklichen Politikwechsel, den wird es mit Rot-Grün nicht so einfach geben. Denn trotz einiger Kurskorrekturen ist die rot-grüne Politik unsolidarisch gegenüber dem Ärmeren und den Erwerbslosen. Wer sich
wie die SPD eine Anhebung des Rentenniveaus verweigert, der ist mitverantwortlich für Menschen, die in Altersarmut fallen. Wer sich wie die SPD der Sanktionsfreiheit bei Hartz IV verweigert, der ist mitverantwortlich für die Existenzangst von Erwerbslosen, und das ist ein falscher Weg. Das Schlimme ist, während die SPD die ganz unten ausblendet aus ihrem Begriff von Solidarität. Ja, man kann sagen, die SPD fokussiert sich allein auf die mittleren Schichten, möchte allein für diese eine Form von privilegierter Solidarität. Und während sie die ganz unten ausblendet, wird sie unglaublich zaghaft, wenn es um die Oberen, um die Konzerne und die Banken geht. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Wir alle wissen, unter Helmut Kohl betrug der Spitzensteuersatz 53%. Erst kürzlich verkündet der SPD-Vorsitzende in einer Talkshow stolz, ich zitiere, eine Anhebung auf 53%, das fordern bei der SPD doch nicht einmal mehr die Jusos. Eine Anhebung auf 53%, das fordern bei der SPD doch nicht einmal die Jusos. Und dabei versinkt er nicht vor Scham in den Boden, sondern er sagt das mit stolz geschwellter Brust. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Sigmar Gabriel ist noch stolz darauf, dass selbst die SPD-Linke hinter den Steuersätzen von Helmut Kohl zurückbleibt. Diese Gesellschaft aber, und da sind wir uns als Linke einig, diese Gesellschaft braucht eine couragierte Besteuerung von Konzernen, von Banken, von Millionären. Und wir brauchen diese Einnahmen, um die Renten zu sichern, um in die Bildung zu investieren, um den sozialen Wohnungsbau zu beleben, um die Energie- und Verkehrswende zu finanzieren und um eine Mindestsicherung sowie eine Mindestrente durchzusetzen. Wir wissen, die Mittelschichten können ihren Status nur halten, wenn wir die Oberen stärker besteuern. Und das funktioniert aber nur, wenn sich die Mittelschichten nicht abtrennen lassen von denen es nicht so gut geht. Wir haben es ja erlebt, wie prekäre Beschäftigung, wie Hartz IV eben auch auf die mittleren Einkommen drückt. Ja, natürlich, wenn man heißt, die Alternative heißt der Fall in ein repressives Hartz IV-System, dann sind Menschen bereit, schlimme Arbeitsbedingungen, ja niedrige Löhne in Kauf zu nehmen. Wenn wir uns also für die Abschaffung des Hartz-IV-Sanktionssystems einsetzen, dann ist das nicht nur eine Wohltat für Erwerbslose, sondern dann tun wir das auch im Interesse der Durchschnittsverdienten. Und deshalb setzen wir als Linke auf eine Politik der wirklichen Solidarität, eine Solidarität zwischen den unteren und den mittleren Schichten, zwischen Erwerbslosen und Beschäftigten. Und diese Politik, die müssen wir gegen die Konzerne, gegen die Banken durchsetzen. Das können wir als Linke nicht alleine. Dazu brauchen wir die Selbstermächtigung der vielen, die Gewerkschaften, die sozialen Bewegungen, die Umweltverbände. Aber dazu braucht es auch starke Linke in den Parlamenten. Und wenn wir von einem wirklichen Wechsel sprechen als Linke, so fangen wir natürlich bei Selbstverständlichkeiten an. Selbstverständlichkeiten wie Arbeitszeitverkürzung oder bezahlbare Strompreise. Aber wir bleiben dabei nicht stehen, sondern wir verknüpfen diese Nahziele, und das ist unser Alleinstellungsmerkmal, mit Fernzielen. Und das ist auch notwendig. Denn wer explodierende Strompreise nachhaltig begrenzen möchte, der kommt an einem sozial-ökologischen Umbau nicht vorbei. Wer Strompreise nachhaltig begrenzen möchte, der muss den Konflikt mit den großen Stromkonzernen suchen, und dazu sind wir als Linke bereit. Und wir suchen Projekte, die die Interessen Menschen von verschiedenen Lebenslagen in den Mittelpunkt stellen. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wir erleben, dass Beschäftigte, Soloselbstständige wachsenden Stress ausgesetzt sind. Stress entsteht aber auch, wenn sich Erwerbslose gedemütigt fühlen, ja ausgeliefert fühlen auf dem Amt. Dass Stress nun die Volkskrankheit Nummer 1 geworden ist, das ist inzwischen weit bekannt. Und in Lifestyle-Magazinen liest man dann immer Hinweise, wie überwiegend Frau mit Yoga und Lavendel Stress entgegenwirken kann. Also nichts gegen Yoga, aber die strukturellen Probleme der Arbeitswelt, wie Arbeitsverdichtung, die Unsicherheit von befristeten Beschäftigungsverhältnissen, die kann man doch nicht mit einem tiefen Om einfach wegatmen. Nichts gegen Lavendel. Aber das Gefühl, auf dem Jobcenter ausgeliefert zu sein, das kann man nicht mit Kräutertee einfach hinunterspülen. Und deswegen sagen wir als Linke,
Wir wollen an die strukturellen Ursachen ran. Deswegen gehört zu unserem Anti-Stress-Programm die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen, die Abschaffung von Leiharbeit. Und wir wollen mehr Mitbestimmung gegen Entfremdung. Und ganz zentral, natürlich wollen wir Arbeitszeitverkürzung. Aber wir verstehen Arbeitszeitverkürzung auch in einem größeren Rahmen. Uns geht es letztlich um die Umverteilung der verschiedenen Tätigkeiten. Ja, wir wollen eine Gesellschaft, in der man nicht sich entscheiden muss, macht man Karriere oder ist man eine gute Mutter, ein guter Vater, sondern wir wollen eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleichermaßen Zeit haben für Erfüllung im Beruf, für Familie, für Freunde, auch für politische Einmischung. Ihr wollt doch nicht, dass die Politik den Berufspolitikerinnen überlassen wird. Und wir wollen Zeit, dass jeder mal auch ein Buch lesen kann. Ich meine, irgendjemand muss ja auch all die guten Bücher, die wir Linken produzieren, irgendwann mal lesen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, wir knüpfen am Alltag an, wir verbinden das mit Fernzielen und uns geht es letztlich auch um die Aneignung der Verfügungsgewalt über das eigene Leben. Uns als Linke geht es um ein gutes Leben für alle. Mit weniger geben wir uns nicht zufrieden. Um es zusammenzufassen, es gibt in diesem Land drei strategische Blöcke. Schwarz-Gelb macht knallhart das Geschäft der Superreichen und Konzerne. Rot-Grün versucht zumindest rhetorisch soziale Fragen aufzugreifen, ist aber in doppelter Hinsicht blind. Blind gegen die Ärmeren und die Erwerbslosen und hat keinerlei Biss gegenüber den Konzernen und den Banken. Wir hingegen, wir stellen die Projekte in den Mittelpunkt, die die Lage von Mittelschichten und denen, denen es nicht so gut geht, verbindet. Und wir haben, und das ist leider noch unser Alleinstellungsmerkmal, wir haben den Biss nach oben. Wir sind bereit, uns anzulegen mit Superreichen, mit Banken und mit den Konzernen und den Spekulanten. Krankenhäuser retten statt Spekulanten, sichere Löhne und Renten statt Spekulanten, das sind auch zentrale Slogans unserer Partei im Wahlkampf Niedersachsen. Und ich hoffe, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Mitstreiter, ihr habt den Jahreswechsel genutzt, um euch zu erholen. Denn dieses Jahr beginnt mit einem Wahlkampf-Endspurt. Ich kann alle nur bitten, nutzen wir die nächste Woche, um den Wahlkampf-Endspurt in Niedersachsen zu unterstützen. Denn wenn in den Niedersächsischen Landtag die Linke wieder einzieht mit einer starken Fraktion, da zieht dort eine Fraktion ein, die eine politische Sozialversicherung im Parteiensystem ist, die Ideenwerkstatt für sozialen Fortschritt ist und die im Gegensatz zu allen anderen Parteien auch wirklich Biss nach oben hat. Und ich finde, Niedersachsen, ja, diese Gesellschaft hat eine solche Fraktion verdient. Ich wünsche in diesem Sinne Ihnen und euch allen ein wunderbares, erfolgreiches Jahr 2013. Und ich komme nun zu einer sehr angenehmen Aufgabe, die Ankündigung des folgenden Punktes. Es ist uns gelungen, einen ganz großen seiner Branche, einen großen der Kunst zu gewinnen. Fast auf den Tag genau vor 2 Jahren lief im Fernsehen ein zweiteiliger Film mit dem Titel Gier. Inszeniert hat ihn der Regisseur Dieter Wedel. Sein bekanntestes Werk ist wahrscheinlich der große Bellhalm. Und als dieser Film lief, wurde er danach gefragt, von einer Zeitschrift etwas besorgt. Ist denn dieser Film als Kapitalismuskritik zu verstehen? Dieter Wedel antwortete darauf, aber natürlich. Liebe Genossen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, begrüßt mit mir gemeinsam den Regisseur Dieter Wedel und unseren Fraktionsvorsitzenden Gregor Gysi, auch einen ganz großen seiner Kunst. Herzlich willkommen hier auf der Volksbühne. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, ich habe mir überlegt, ich erspare euch heute eine Rente von mir. Das heißt eine Rede. Und mache lieber ein Gespräch mit Dieter von Wedel.
Woher kommt eigentlich das von, das ich manchmal gelesen habe? Das ist eine Erfindung irgendwelcher Journalisten. Ich habe nie ein von gehabt. Deswegen habe ich einen Doktor gemacht, weil ich sonst hätte ich ja nicht. Wahrscheinlich habe ich das aus dem gleichen Grunde auch gemacht. Auf jeden Fall sind Sie ja am 12. November 1942 in Frankfurt am Main geboren. Und ich sage es jetzt mal wirklich ohne jede Koketterie, das sieht man Ihnen nicht an. Man, wirklich nicht. Ihr Vater war Ingenieur, Ihre Mutter war Pianistin. Was mich interessiert, sind Sie denn gleich so in einem bestimmten kulturellen Niveau erzogen worden als Kind? Sind Sie oft mitgenommen worden ins Theater? Haben die Eltern Ihnen Bücher näher gebracht? Oder wie lief das bei Ihnen zu Hause? Ja, das war das gutbürgerliches, kulturbürgerliches Zuhause. Meine Mutter hat viel Musik gemacht. Sie durfte während der Nazizeit nicht mehr auftreten. Dann bin ich gekommen, dann hatte es sie von selber erübrigt und hat dann später auch keine Konzerte mehr gegeben, aber sie hat sehr viel zu Hause gespielt und viele Musikstücke sind mir noch heute ungeheuer vertraut. Chopin war so ihr Gott für einen Pianisten und ich habe auch angefangen Klavier zu spielen, aber ich war nie besonders gut im Klavierspielen. Haben Sie auch noch andere Instrumente gelernt? Nee, ich habe, da muss ich es ehrlich bekennen, lieber Tennis gespielt und da war ich ziemlich gut. Und das schließt sich so ein bisschen gegenseitig aus, Klavierspielen und Tennis. Sie haben dann nach der Schule an der FU, glaube ich, in Berlin Theaterwissenschaften studiert. Entsprach das auch der Vorstellung Ihrer Eltern oder war das allein Ihre Entscheidung? Mein Vater war zu dem Zeitpunkt schon gestorben, hatte einen Herzschlag bekommen und eigentlich war das immer klar, dass ich wollte immer Schauspieler werden. Sehen Sie ja, was daraus geworden ist, ich bin es halt nicht geworden. Habe aber dann, da ich in Bad Nauheim aufgewachsen bin, mit meinen Mitschülern immer selber Stücke geschrieben, habe selber inszeniert, habe die Finanzierung zusammenbekommen, indem ich die Geschäftsleute in Bad Nauheim aufgefordert habe, im Programmheft zu inserieren und habe die Stücke auch immer so geschrieben, dass ich möglichst beide Hauptrollen spielen konnte. Also Masada ist Ihnen wahrscheinlich ein Begriff, der Kampf der Juden gegen die Römer und ich habe sowohl Josephus gespielt wie Titus. Wie ich das zu Wege gebracht habe, dass die beiden Kontrahenten sich nicht begegnet sind, das weiß ich heute nicht mehr. Aber so gesehen, später war ich dann mal Produzent und mal Regisseur und Autor meiner Filme. Hauptrolle habe ich nie gespielt, so gesehen war alles, was danach kam, ein Rückschritt. Sie haben ja nicht nur Theaterwissenschaften studiert, sondern ich habe gelesen, auch Geschichte, das ist ja noch nachvollziehbar, und Publizistik. Was studiert man bitte bei Publizistik? Habe ich auch nicht so ganz gewusst. Also ich habe immerhin damals gelernt, dass die Meldung, die Tatsachenmeldung deutlich unterscheiden sich muss von der Meinung. Und das ist zum Beispiel ein Grundgesetz, was heute häufig und missachtet wird. Eigentlich regelmäßig. Ab und zu gab es zumindest vielleicht immer noch ein bisschen die FAZ als Ausnahme. Ja. Da weiß ich, ich habe mal eine Pressekonferenz gegeben vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten. Das brachten die so top wieder, ich hätte so eine Kurzfassung nie gekonnt. Und daneben stand ein Kommentar, da blieb nichts von mir übrig. Aber die konnten das trennen, was heute ja bei der Welt und überall gar nicht mehr geht. Kaum noch denkbar ist, ja. Das ist interessant. Sie haben 1970 Ich habe übrigens auch noch Philosophie studiert und das fand ich eigentlich das Spannendste überhaupt. Ja, das ist ein bisschen übergeordnet. Ja. Ne? Ja. Sie haben 1970 einen zum Gedenktag, nämlich zum 17. Juni 1953, einen Film gedreht. Was war denn da Ihre Grundaussage? Was wollten Sie den Leuten mitgeben? Ich habe ihn nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Es war weniger eine politische, sondern es war, damals gab es eine Erfindung des ZDF, das sogenannte Dokumentarspiel, in dem behauptet wurde, dass Geschichte sich so und nicht anders abgespielt habe. Und ich habe immer gesagt, nicht mal einen Tag in unserer jüngeren Geschichte können wir eindeutig dokumentieren. Und bin damals hingegangen, erstmal war das als Hörbild für einen Hörfunk vorgesehen, habe mit drei Streikführern aus Bitterfeld gesprochen,
die gegen diese Normen damals protestiert haben. Das war ein Lehrer, das war ein, weiß nicht, ein Bergführer und noch ein sehr aufrechter Mann, die aber alle in der Zwischenzeit völlig verfeindet miteinander waren und sich die Führungsrolle streitig gemacht haben. Also die haben ja immer gesagt, es war überhaupt nicht so, wie der andere das erzählt hat, sondern ich war das und es war so. Und dann ist es auch so gelaufen. Und ich dachte, an diesem einen Tag, der ja damals erst 17 Jahre zurücklag, zu zeigen, wie es unmöglich ist, zu sagen, so war es oder so war es nicht. Ganz spannend war dann, dass durch die Widersprüche, die ich gezeigt habe, also dass ich zum Beispiel die Aussage des einen als Szene gedreht habe, aber die Kommentare des anderen drüber gelegt habe, da wo sie übereinstimmten, hatte es plötzlich eine große Authentizität. Film fing beispielsweise an, es gab damals einen großen Bericht über den 17. Juni, dass der Lehrer Fiebelkorn, das war einer meiner Informanten, den sowjetischen Panzern entgegengelaufen sein soll und zu den sowjetischen Soldaten hinaufgeklettert sei, ihnen die Ziele der Demonstranten auf Russisch erklärt haben soll. Und die haben sich dann mit den Verbrüderten, angeblich seien diese sowjetischen Soldaten auch Monate später erschossen worden. Mein Film fing damit an, dass ich diese Szene gezeigt habe. Und anschließend sah man den echten Lehrer Fiebelkorn, der in die Kamera sagte, ich spreche kein Wort Russisch. Das Ganze war erfunden, das hat nie stattgefunden. Und das war deswegen auch der Name Gedenktag. War das für Sie ein Durchbruch? Ja, ich bekam immer einen Preis. Also das. Aber stimmt es, dass Sie sich 3 Jahre älter gemacht haben, um überhaupt den Auftrag zu bekommen? Ja, ich habe Ihnen erzählt, es war damals für einen Hörfunksender. Ich habe immer so ein bisschen Hörspiele und Schulfunks nebenher geschrieben, um mein Gehalt beim NDR aufzubessern. Da war ich hingegangen nach meinem Studium. Und ich hatte das Glück, dass der damalige Chef gerne Tennis spielte. Und ich war ein guter Tennisspieler und habe immer mit ihm morgens gespielt und er wollte mich auch behalten. Ich wollte zum Theater, aber er wollte mich behalten und irgendwann hat er gesagt, na dann können Sie doch vielleicht diese Geschichte für den Hörfunk fürs Fernsehen machen. Dann habe ich das Buch geschrieben, habe mir auch erstmal angeguckt, wie überhaupt so Drehbücher aussehen. Und irgendwann habe ich ihm dann gesagt, ich könnte es auch selber inszenieren. Ich habe in Berlin ja schon am Theater inszeniert. Ich war damals 26 und er hat plötzlich sich rumgedreht und zu mir gesagt, wie alt sind Sie nochmal gleich? Und in dem Moment habe ich geschaltet und habe gedacht, na 29 ist schon sehr alt, sagst du das mal, weil 26 klingt für einen Regisseur ein bisschen jung. Habe ich gesagt, habe dann auch die Unterlagen entsprechend korrigiert und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie sich älter machen, fällt es keinem auf. Das stimmt. Kann man machen. Aber wie lange haben Sie denn das durchgehalten? Haben Sie mit 47 Ihren 50. Geburtstag gefeiert? Da habe ich die, hör zu, die mir dann einen 50-Mark-Schein schenkte, auf dem mein Kopf statt Dürer drauf war. Da habe ich dann mitgeteilt, ich wäre aber erst 47. Und das haben die mir nicht geglaubt. Ich musste dann meinen Geburtsschein besorgen. Hat aber nichts genutzt. Es blieb dann immer, wie alt ist er denn wirklich? Inzwischen, ob ich jetzt 70 bin oder 73, spielt ja schon keine Rolle mehr. Also Sie haben dann Mehrteiler gedreht. Das waren ja zum Teil wirklich große Erfolge. Einmal im Leben, Geschichte eines Eigenheims, alle Jahre damals, wieder. Schauen Sie, damals gab es ja so eine Richtung in Deutschland, kontrovers zu denken, ist schon ein Mangel an Haltung. Und ich war immer der Meinung, auch Kompromisse machen zu können, ist eine Grundvoraussetzung, sowohl im gesellschaftlichen Umgang wie im privaten Leben. Und damals baute eben ein Produktionsleiter von mir und stand dann immer, er litt all das, was ein privater Bauherr erleidet, was manchmal staatliche Bauherren noch mehr erleiden müssen, wie wir jetzt gerade mitbekommen. Und ich sah damals so eine Möglichkeit zu zeigen, dass Kompromissfähigkeit auch manchmal eine Möglichkeit, eine Voraussetzung ist, überhaupt miteinander auszukommen. Da entstand dann dieser Hausbaufilm Einmal im Leben. Das war einer der ersten Mehrteile überhaupt im Fernsehen. Und das, was mich interessiert hat, Kompromissfähigkeit und so, das hat die Leute überhaupt nicht interessiert,
sondern die fanden einfach damals diese Geschichte prima und damit, da hatte ich es dann, danach hatte ich es deutlich leichter. Sie haben ja Mehrteiler sowohl, sage ich mal, fürs Kino gemacht, als auch vor allen Dingen fürs Fernsehen gemacht. Wieso gleich Mehrteiler? Eigentlich fangen ja die meisten an, indem sie mal einen Film machen von so anderthalb Stunden. War das damals schon eine gewisse Mode oder? Nee, es gab ja noch keine. Das heißt, Sie haben damit eigentlich ein bisschen angefangen. Ich habe angefangen damit, es war aber auch nicht meine Idee, sondern es war die Idee von Dieter Meixner, das war der damalige Fernsehspielchef. Und ich habe immer erst mal hingeschrieben, was ich dachte, was man erzählen soll und dachte dann, dass man hinterher kürzt. Und der hat dann plötzlich gesagt, nee, das machen wir alles und wir machen einen Mehrteiler. Fand ich auch gar nicht gut. Ich wollte einen Spielfilm machen. Also da kamen dann diese Mehrteiler. Ich habe ja schon gesagt, einmal im Leben, Geschichte eines Eigenheims, alle Jahre wieder, die Familie Semmeling, dann Wilder Westen, inklusive, glaube ich, der große Bellheim, der Schattenmann, der König von St. Pauli, dann die Affäre Semmeling, dann Gier und so weiter. Das heißt, da waren ja auch, muss ich mal sagen, sehr, sehr gesellschaftskritische dabei, zum Beispiel Bellheim, Schattenmann, König von St. Pauli und Gier. Was wollten Sie denn damit irgendwie erreichen? Wollten Sie auch jemanden provozieren? Wollten Sie sagen, so müsste die Gesellschaft auch mal lernen zu sehen? Oder ich glaube, Zusammenhänge zur Kenntnis nehmen? Ich glaube, Herr Gysi, das ist nicht unsere Aufgabe. Autoren sollten sich nicht anmaßen, zu wissen, wie die Menschen zu sein haben, sondern sie sollen hingucken und Mitleid mit den Menschen und Mitgefühl haben mit ihren Problemen, ihren Schwierigkeiten, den Zwängen, denen sie unterworfen sind und von denen erzählen. Ich bin nicht dazu da. Ich bin nicht dazu da, Lösungen anzubieten. Ich weiß auch nicht, maße ich mir auch nicht an. Aber das, was ich sehe, was mich manchmal amüsiert, was mich manchmal auch beunruhigt, und die Veränderungen der Gesellschaft, die versuche ich in diesen Filmen zu reflektieren. Ja, das kann ich sehr gut was nachvollziehen. Bei einem, und natürlich auch zu unterhalten. Da, am besten fand ich bei Loriot immer, wie er beobachtet haben muss. Ja. Denn wenn er da die Treppe runterkommt und zu seiner Frau sagt, wo ist mein Dings da? Und die sagt, wo du es hingelegt hast, dann habe ich meine Frau gefragt, woher der uns beide kennt. Das war original. Ja, haben wir alle. Aber das gilt für gesellschaftliche Zusammenhänge ganz ähnlich. Mit der Familie Semmeling haben Sie natürlich eine ziemlich typische, durchschnittliche, kleinbürgerlich strukturierte Familie gezeigt. Das würde mich trotzdem interessieren. Wollen Sie da ein bisschen vorführen oder wollen Sie sagen, im Gegenteil, ich habe auch ein Maß an Verständnis dafür? Oder sagen Sie einfach, ich schildere es nur? Na, ich war das erstmal selbst. Ich kam ja aus diesem. Und ich habe mir selber vorgestellt, wie es wäre, wenn ich ein Haus bauen würde, was ich ja dann auch später mal gemacht habe. Und wie unendlich überfordert ich war, weil ich auch diese Finanzierung überhaupt nicht verstanden habe und damals schon so eine Ahnung hatte, dass man nicht etwas machen darf, was man nicht versteht, sondern und nicht. Ich fand schon damals, habe ich in einem Satz in einer Szene gehabt, dass einer sagt, es sind nicht Bankberater, weil Berater hat so etwas Objektives. Es sind Verkäufer, genau wie beim Herrengeschäft, die Ihnen ein Hemd verkaufen wollen, da sagt man auch nicht Hemdenberater, sondern es sind Verkäufer. Nee? Und die haben bestimmte Interessen, die wollen einfach ihre Ware loswerden. Und das war schon in dieses Misstrauen, was sich später noch ein bisschen verstärkt hat, war schon in einmal im Leben drin. Nun gab es auch immer Leute, die sich mit Ihnen auseinandergesetzt haben oder Sie nicht so besonders mochten. Also ich zähle mal auf, damit Sie was dazu sagen können. Die haben gesagt, zu populär, nicht genügend Qualität. Sehen Sie auch einen Widerspruch zwischen dem, was Ihnen vorgeworfen wurde, Massenware, weil das so viele sich angesehen haben, zur Qualität? Oder gibt es vielleicht auch eine andere Form von Qualität, wenn man viele erreichen will? Also ich sage in der Politik zum Beispiel, man muss übersetzen, damit einen die Leute verstehen. Ich kann natürlich so quatschen, dass mich keiner versteht. Aber das ist nicht mein Ziel. Wie würden Sie das denn für Ihren Bereich formulieren? Es ist sehr schwer zu definieren. Also ich war immer, wir sitzen hier in einem Theater. Ich bin ja noch zu einer Zeit aufgewachsen, als Theater heute die Theaterszene bestimmte. Und bei Theater heute hat man pauschalierend immer gesagt, du kriegst nur eine gute Kritik, wenn das Theater leer gespielt ist.
Also wenn anschließend keiner mehr da drin saß, das war das Höchste an Ritterschlag, weil man hatte so provoziert, dass alle rausgelaufen sind. Ich fand das genauso idiotisch, wie heute die Einschaltquote als das einzige Maßstab von Erfolg zu machen. Kann man nicht auch sagen, dass sehr viele sich gerne gute Qualität anschauen? Bei der Einschaltquote kommt es ja noch auf die Art der Sendung an, logischerweise. John Grisham, hat das für Sie Qualität oder ist das Massenware? Das hat Qualität. Das hat Qualität. Mit unterschiedlich, aber das ist A, ein Mann, der gut schreiben kann, der extrem die juristischen Verhältnisse in Amerika kennt. Und das ist manchmal in den Konflikten ein bisschen plakativ. Tolstois Anna Karenina lese ich lieber, aber ich lese das auch sehr gerne. Und ich finde, es muss beides geben, es muss beides für beides Platz sein. Ich meine, wenn ich einen großen Film mit großer Besetzung mache, muss ich versuchen, möglichst viele Leute dabei haben. Ich habe immer versucht, auch mal die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Weil ich auch finde, wenn es zwischendurch mal hell wird, ist das Dunkle anschließend noch dunkler, weil der Kontrast noch wirkungsvoller ist, als wenn man durchweg nur die große Tragödie spielt. Und das ist dann auch manchmal vielleicht zu Recht mir vorgeworfen worden. Aber nun sieht man ja auch, wenn man mal so unsere Feuilleton-Begleiter beobachtet, A, verschwinden sie ja über die Jahre, während man selber immer noch da ist, sie haben sich auch manchmal bei anderen furchtbar geirrt, kann ich nicht ausschließen, dass sie sich bei mir geirrt haben. Leider muss ich dann auch nicht ausschließen, da wo sie mich gelobt haben, dass sie mich dann auch geirrt haben, das ist klar. Wissen Sie, ich sitze manchmal im Theater in der Reihe, wo die Kritikerinnen und Kritiker von den verschiedenen Zeitungen sitzen. Wieso dürfen die eigentlich nicht klatschen? Ich meine, dann hören sie eine Oper, sie hören tolle Sänger. Am Schluss ist es so eine Pflicht, nicht zu klatschen. Ich finde das sowas von bescheuert. Aber es ist nicht nach... Da gibt es auch, wollte ich nur sagen, Riten bei denen. Ja, es sind Riten. Ne? Ja. Das sind, ich glaube, sie sind beim Burgtheater eingeführt worden, wo bei der Premiere überhaupt nicht geklatscht wird. Und... ist nicht sehr anfeuernd für die, die das machen. Also der Schauspieler Dieter Mann hat mir erzählt, dass er seine erste Premiere hatte und toller Beifall und so viele Blumen und Geschenke und seine Garderobe war voll. Und 4 Tage später hat er es nochmal gespielt, wieder toller Beifall, geht dann in die Garderobe, nichts, gar nichts. Dann kommt ein alter Schauspieler und sagt, nicht vergessen, das ist der Alltag. Ja. Also Ihnen sind dann auch Plagiatsvorwürfe gemacht worden. Dann hat, glaube ich, Bundeskanzler Schmidt Sie auch mal veralbert und gesagt, Hollywood schreibt von ihm ab. Und was mich interessiert, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Können Sie mir erklären, wieso plötzlich die Plagiate in der Politik alle festgestellt wird? Wie kommt sowas zustande? Nur über den Computer, ich meine Jahrzehnte nischt und plötzlich gehen die Doktorarbeit für Doktorarbeit los. Wir kriegen immer weniger im Bundestag. Wie kommt sowas? Ich weiß es nicht, aber es ist eine sehr bequeme Möglichkeit, jemanden zu diffamieren. Erstmal, weil man irgendwelche, wir alle bauen aufeinander auf. Also beispielsweise ist mir vorgeworfen worden, ich hätte einen Satz aus dem Film Wall Street entwendet. Ein Satz. Nichts ist so wertvoll wie die Information. Dieser Satz stammt tatsächlich aus dem Film Wall Street, aber Oliver Stone hat ihn auch nicht erfunden, sondern der hat ihn aus einem Buch eines Börsenmanagers, Ivan Böski, genannt Ivan der Schreckliche, der wegen Börsenmanipulation in Amerika verurteilt worden ist. Das Buch erschien damals unter dem Titel Mr. Diamond und ich habe gesagt, wer die Wirklichkeit beschreibt, darf sie auch zitieren. Das gilt für den Spiegel wie für mich. Da wurden aber 2 verschiedene Maßstäbe angelegt. Sie waren erst Regisseur, dann Intendant der Nibelungenfestspiele in Worms. Können Sie mal einigen Berlinerinnen und Berlinern erklären, worum es sich dort handelt? Also denen, die noch nicht da waren. Über die Nibelungenfestspiele? Da werden die Nibelungen überwiegend gespielt.
Das muss ja nicht sein. Manche Festspiele haben auch einen Namen und das kommt gar nicht vor. Ist auch, haben wir auch gemacht. Ich bin vor, als ich die Affäre Semmling machte, da ging es ja um Politik. Und anschließend gab es ein erhebliches Geschrei, das wäre alles falsch dargestellt. Ich hatte mich beschränkt auf die Landespolitik in Hamburg, hatte auch eigentlich sehr gründlich recherchiert. Beispielsweise gab es in diesem Film einen Satz, es riecht nach Wechsel. Ausgerechnet, als der Film nun in der Pressevorführung gezeigt wurde, war gerade der Wechsel von der SPD von Beuys gekommen. Es wirkte also plötzlich so, als ob ich das vorausgeahnt oder gar gewünscht hätte. Und das weckte wahrscheinlich schon ein paar Kritiker. Manches war auch sicherlich, war ja zu Recht mir vorgeworfen. Man entdeckte auch ein paar Parallelen zum damaligen Bundeskanzler, die auch nicht so gemeint waren, das war einmal ganz aufrichtig. Aber und alle, die mir vorher mich begleitet hatten bei dem Film, mich unterstützt hatten, duckten sich plötzlich weg, als es so einen Sturm gab in den Zeitungen. Übrigens ist ein einziger Politiker in einem Interview mir damals beigesprungen, das ist ja, ich glaube, über 10 Jahre her, der gesagt hat, nein, genau so ist das in der Politik. Das war Oscar Lafontaine. Hat mich auch sehr gefreut, Herr Lafontaine. Heute kann ich sagen, danke. Was treibt so ein Intendant? Ist das sehr anstrengend? Ich meine, Sie waren es ja vorher noch nicht. Ja, gut, also das sind Festspiele, die einmal im Jahr stattfinden. Man versucht dann, möglichst gute Schauspieler zusammenzubekommen. Das ist auch für mich, der dann auch mal sagen kann, anschließend spielst du auch noch eine Rolle bei mir im Film, ist es nicht ganz so schwer. Dass über die Jahre haben diese Festspiele auch, und zwar ziemlich schnell, einen guten Ruf bekommen. Wir haben die verschiedenen Fassungen dieses gewaltigen Nibelungendichtung gespielt. Ich mache jetzt in diesem Jahr, und dann höre ich ja auf, in diesem und nächsten Jahr nochmal den Hebbel, die zwei Teile, und zwar so ein Science-Fiction-Märchen. Ich habe bei einem Physiker den Satz entdeckt, wenn man nur weit genug in die Zukunft geht, kommt man in der Vergangenheit womöglich wieder an. Das ist so ein Satz, der plötzlich, wo man sagt, da kann man etwas erzählen. Ich habe zum Beispiel mich gefragt, da gibt es doch diesen Begriff Nibelungentreue. Ich wollte das damals gar nicht machen. Ich hatte aber nach dem Geschrei von der Affäre Semmling war ich ganz froh, nach Worms gehen zu können, so in die allertiefste Provinzecke und mit guten Schauspielern was machen zu können. Hat dann auch Spaß gemacht, zog natürlich die Öffentlichkeit dann doch, Gott sei Dank, auch für die Wormser mit. Und dieses... Es galt ja damals als Nazi-kontaminiert, der Stoff Nibelungen. Und ich habe mich zum Beispiel gefragt, was ist das mit dieser Nibelungentreue? Sie wissen, dass Göring die Soldaten vor Stalingrad aufgefordert hat, so treu zum Führer zu stehen, wie Weiland die Burgunder zu ihren Anführern. Und dann hat mir mal damals gesagt, ja, diese Treue, das ist heute gar nicht mehr nachzuvollziehen, das ist ein mittelalterlicher Begriff. Da habe ich gesagt, dann kann man es nicht auf dem Theater machen. Dann ist es eine Sache für die Volkshochschule. Ich habe aber dann gefragt zum Beispiel, also warum versteckt Hagen, versenkt Hagen diesen Schatz des ermordeten Siegfried im Rhein? Bis heute weiß man nicht, wo dieser Schatz ist. Warum hat er ihn nicht unter seinen Burgundern verteilt? Die waren doch total verschuldet. Und ich war der Meinung, der hat ihn im Rhein versteckt, weil das eine Art Lebensversicherung für ihn war. Solange alle um ihn herum liefen und gefragt haben, wo ist denn die Kohle, hat ihm keiner was getan. Und als er dann zu Etzel gezogen ist, sind die Burgunder halt mit und haben auf ihn aufgepasst. Und so wird aus dem Mythos dann plötzlich handfeste ökonomische Interessen, und ich denke, dass hinter manchen Mythen, wenn man dahinter leuchtet, solche Interessen lauern. Ja, da bin ich ziemlich sicher. Sie machen diese Festspiele seit 2002. Alle bestätigen Ihnen, tolles Theater, tolle Schauspieler, tolle Regisseure. Aber dann haben Sie 2012 Jud Süß gemacht. Das war ja auch ein Risiko. Ist es Ihnen gelungen? Ja, ich dachte eigentlich, Jud Süß ist auch ein, Josef Süß Oppenheimer ist auch ein Mythos inzwischen, und
auch ein Nazi-kontaminierter Stoff. Und ich wollte diese Figur nochmal schildern. Ein Mann, der ja gegen die Verschuldung des Staates etwas unternehmen wollte, als Finanzier. Und mit diesem Herzog aus Stuttgart zusammen wirklich versucht hat, Dinge zu verändern, auch zum Interesse der Menschen. Der auch sowas wie Merkantilismus plötzlich, also eine Freihandelszone, versucht hat zu erfinden. Und seine Gegner haben nicht gewusst, wie sie ihm beikommen können. Und dann hat man plötzlich gemerkt, er war ein sogenannter assimilierter Jude, also nicht erkennbar, nicht mit Käppi, mit Schläfenlocken und mit Umhang, sondern ein Mann, der sich gut kleidete, auch die Frauen liebte und die Frauen ihn. Und dann hat man plötzlich aber festgestellt, er ist ja Jude, und da konnte man dann eine große Hetze starten und hat ihn am Ende in einem skandalösen Prozess zum Tode verurteilt, hat ihn übrigens 6 Jahre am Galgen hängen lassen in Stuttgart. Und die dieses Skandalurteil mitgetragen haben, die haben anschließend versucht, natürlich, um sich freizusprechen, ihn zu dämonisieren. Und so ist diese Figur nun als der böse, blutsaugende Jude auch in die Literatur eingegangen. Auch das, was Feuchtwanger geschrieben hat, ist ja nicht ganz, ist A, kein gelungener Roman und nicht ganz positiv. Wir haben das 2-mal gespielt, einmal in diesem Jahr, einmal im vorigen Jahr. Der Joscha Soppel war der Co-Autor, ich habe mitgeschrieben. Und das waren beides Aufführungen, die gut funktioniert haben. Ja. Sie haben schon gesagt, was Sie 2013 dort vorhaben. Was planen Sie so für danach? 2014 werde ich dann den zweiten Teil von Nibelungen machen, und danach plane ich eine Geschichte fürs Fernsehen, einen Mehrteiler, wo ich ein bisschen was erzählen möchte. Ich lebe ja halbjahres in Mallorca, und ich habe diesen unglaublichen Sturz dort mitbekommen. Ich habe auch diese ja geradezu lächerlichen Korruptionsfälle mitbekommen, also beispielsweise der Bürgermeister von Andratsch, der immer fort irgendwo in Naturschutzgebieten bauen ließ, verdiente 60.000 Euro im Jahr, fuhr aber einen Maserati, muss also ziemlich sparsam gelebt haben. Und es war vollkommen klar, es schämte sich auch keiner seiner Korruption. Der Ministerpräsident bezog ein 4-Millionen-Palais in Palma und hat das für 900.000 Euro anschließend angeblich gekauft. Und dann stürzte das bei der Wahl alles zusammen. Und plötzlich gab es, wie ich dann später erfahren habe, hat Olaf, europäische Behörde gegen Korruption, hat dann festgestellt, dass wirklich eine Bande korrupter Politiker, korrupter Banker, korrupter Baulöwen und Spekulanten die Insel wirklich in den Schmitzkasten genommen haben. Die haben die kaputt gemacht und die haben die an den Rand des Ruins gebracht. Sie haben die Grünflächen, wo nicht gebaut werden durfte, haben zu betoniert. Und jetzt ist das böse Erwachen. Dazu kommt, dass die Banken, um ihre Geschäfte zu befördern, den Menschen gesagt haben, warum zahlst du Miete? Du brauchst kein Eigengeld. Du hast eine schöne Wohnung, kauf sie. Wir geben dir eine Hypothek. Und wir geben dir auch noch für die Möbel eine Hypothek. Und dann haben die einmal oder zweimal die Hypothekenzahlung nicht zahlen können, weil plötzlich war der Absturz. Und dann sitzt bei der Zwangsversteigerung auch noch ein Vertreter der Bank, weil der das dann besonders günstig kauft. Und der Mensch, der dann, ich habe zum Beispiel einen Polier, dessen Geschichte will ich auch in dem Film auch erzählen, Spanier, der hat seine Stellung verloren, weil plötzlich war dieser Bauboom vorbei. Natürlich, er hat nicht nachgedacht. Er hat nicht gedacht, dass es auch mal schlechter kommen könnte. Er hatte 300.000 Euro Kredit, 50.000 Euro noch für seine Möbel. Dann ist die Wohnung für 160.000 zwangsversteigert worden. Jetzt sitzt er in einer kleinen Mietwohnung und muss obendrein noch die restliche Hypothek abzahlen. Der kommt sein Leben lang nicht aus den Schulden raus. Und das passiert im Moment auf Mallorca 3 bis 4 Mal am Tag seit 2008. Wird in diesem Jahr noch mehr werden nach der Schätzung der Behörden. Und in ganz Spanien
passiert es 500 bis 600 Mal an jedem Tag. Lieber das sind vorrevolutionäre Zeiten. Ich muss Ihnen Folgendes sagen, was wir versuchen zu kritisieren, oder was wir gelegentlich versuchen zu kritisieren, das können Sie in einer ganz anderen Form und damit viel sinnlicher und viel einprägender darstellen, wenn Sie solche Geschichten erzählen. Immer am Einzelbeispiel wird das ja erst deutlich. Allgemeine Zusammenhänge, das hat immer so was Abstraktes, aber ein einzelnes Schicksal, das ist was wert. Sie sind neugierig, Sie sind interessiert. Ich freue mich, dass Sie Pläne haben bis weit hinter Ihrem 90. Geburtstag. Das ist auch völlig richtig. Und deshalb bleiben Sie einfach, wie Sie sind. Dankeschön. So, liebe Gäste, liebe Genossinnen und Genossen, vielen Dank, Dieter Wedel, Gregor Gysi. Mit großer Freude kann ich Ihnen jetzt die Verantwortliche des Bereiches internationale Beziehungen der Kommunistischen Partei Spaniens ankündigen und die Vizepräsidentin der Europäischen Linkspartei. Extra eingeflogen heute für euch direkt aus Spanien, aus dem Land des Klassenkampfes, Compañera Maite Mola. Nein, Dieter. Queridas compañeras, queridos compañeros, es un gran honor para mí estar hoy aquí con vosotros, poder una vez más compartir con mis camaradas de Die Linke el análisis de los problemas de la gente, del futuro de Europa y de las alternativas fuertes y comunes que tenemos. Alternativas que con la izquierda en los gobiernos, respaldada por una mayoría social, conseguirían otro modelo de sociedad. Como dicen los compañeros del Front de Gauche, con el ser humano en el centro, no el capitalismo y su abrazo armado, el imperialismo y la OTAN. La izquierda, hoy más que nunca, debe decir no a la guerra, a todas las guerras. Y trabajar duramente para convencer a los pueblos. Porque como dijo la gran Rosa Luxemburgo, el día en que la clase obrera comprenda y decida no tolerar las guerras, la guerra será imposible. La profundización de la crisis económica, social, política y democrática, agravada por las condiciones impuestas por la Troika, pone en evidencia que no estamos ante una crisis del sistema capitalista. Lo que está ocurriendo en Mali ahora, lo que ha pasado con las kurdas que han asesinado en París. Esta crisis tiene nombres, tiene caras. Son nuestros vecinos, amigos, familiares, que diariamente son condenados a muerte. Más de 70.000 personas en el mundo en este momento están viviendo en condiciones cada día infrahumanas aumentando, mientras que se gastan más de 4.500 millones de dólares en armamento al día. La juventud, las mujeres, están también especialmente, estamos especialmente castigadas por la crisis. Millones de nosotras volvemos a casa a cuidar a los niños, a los ancianos o a los enfermos, desde la pobreza y el sometimiento al patriarcado. Esta crisis de Europa no es casualidad, compañeras y compañeros. Una Unión Europea que se ha construido en base a la austeridad, propiciando la desregularización del mercado, del sistema financiero, las privatizaciones de los sectores estratégicos de la economía. La economía en este momento no tiene tesoro público en Europa. Hay un banco central que es el que nos controla, solamente no está para apoyar a los pueblos cuando lo necesitan, y sino que se lo pregunten a Alexis Tsipras, al pueblo griego, que nos lo pregunten a los españoles. Es imposible una integración regional al servicio de las personas con este modelo. Es imposible la cohesión social, ni territorial, ni por supuesto la creación de empleo. Las instituciones europeas cada vez se alejan más
de las demandas de los pueblos, de los Estados miembros, la deuda ilegítima, los paraísos fiscales, ahí están para demostrar que manda la banca y las grandes fortunas. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me dais para deciros que la crisis de la deuda es la crisis del euro. Fueron los poderes económicos europeos y la complicidad de la socialdemocracia, de los liberales, de los verdes, de los conservadores, quienes impusieron el euro y configuraron la eurozona con unas instituciones que aseguran el modelo neoliberal. El euro, lejos de ser una moneda única, es un mero medio de cambio que genera contradicciones insalvables, sin una política fiscal única y sin una convergencia económica. Sin embargo, la salida del euro para nosotros, los españoles, los griegos, generaría tan graves problemas económicos y sociales que debemos abordar y preparar las alternativas necesarias ante cualquier decisión que pueda tomar la derecha neoliberal. Los gobiernos que impulsan los recortes tienen dos objetivos. Por un lado, convencernos de que son inevitables someternos. Y por otro, aprovechar la crisis para hacer reformas estructurales que permitan consolidar su dominio. La crisis es utilizada por el capitalismo para cerrar y consolidar un nuevo modelo de sociedad, excluyente y limitada democráticamente. Por eso, las medidas de ajuste, acompañadas del sometimiento de los parlamentos, del fin de las libertades, de fuertes avances de la extrema derecha, del anticomunismo, y ocultar que existen alternativas reales a las imposiciones de las instancias económicas de la Unión Europea. ¿Qué pasa en España? Las consecuencias de la crisis son dramáticas. En los últimos años hemos sufrido reformas laborales que han conducido a 12 millones de personas a la pobreza. Han sido arrojados vilmente a la pobreza. Los datos no están bien ahí. Ahora ya tenemos un 27% de paro. Tenemos un 56% de la juventud en el paro. Destruyen todo, el tejido industrial, a las mujeres nos mandan a la pobreza. El 20% de la población española está en riesgo de exclusión social. El deterioro de los servicios públicos. Se recortan servicios, se reducen salarios, se congela todo, también las pensiones. La pérdida de confianza en el Partido Popular ha sido la más rápida de la historia de la democracia en nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos desde Izquierda Unida? Lo que intentamos es poner nuestra organización, también el partido, al servicio del movimiento popular. Por eso llamamos a la rebelión, porque hay que pararlos. Die Furcht ist der schlechteste Ratgeber. El miedo es nuestro peor enemigo, dijo Karl Liebknecht. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Si los frenamos en poco tiempo, habremos perdido, si no los frenamos en poco tiempo, habremos perdido todos los derechos que tantas luchas nos costaron conquistar. Planteamos la ilegitimidad de la parte de la deuda, la auditoría, rechazar la deuda que no corresponde con el déficit. Priorizamos la política de creación de empleo, el estímulo de la inversión pública, la defensa y el desarrollo de los servicios sociales. Proponemos la prioridad absoluta del gasto público. Queremos aumentar el poder de los trabajadores y de las trabajadoras, reforzando su papel en las empresas. Proponemos una reforma fiscal progresiva e intensificar la lucha contra el fraude, así como la creación de un sistema de banca pública. Y voy terminando, termino enseguida. También proponemos la planificación democrática de la economía, porque la contradicción capital-trabajo está encima de la mesa y la lucha de clases como nunca. Entendemos que la izquierda no solo debemos hablar de política, sino que sobre todo debemos practicar la política, demostrar que existe una alternativa real, que somos opción de gobierno y con capacidad para transformar el sistema, regenerar la vida política e impulsar una salida social a la crisis. Por eso reiteramos el llamamiento a todos los hombres y mujeres, a los pueblos de España, a los pueblos de Europa, que se han movilizado en huelgas generales, en los movimientos, que han llenado las calles y las plazas.
exigiendo una democracia real ya, en lo que se ha llamado el movimiento 15M. Un llamamiento a las trabajadoras, al movimiento feminista, a la juventud, al mundo de la cultura, a la comunidad científica, a los cargos electos, a todo el pueblo, para que asuman directamente el protagonismo en la organización de una verdadera rebelión democrática y social frente a este auténtico golpe antidemocrático que el capital intenta consolidar contra la mayoría de la sociedad. Este es el reto. Nuestro compromiso es organizar la rebelión con lo mejor de nuestros esfuerzos y hacerlo en el horizonte de avanzar hacia la construcción de un modelo diferente de sociedad, hacia la construcción del socialismo en el siglo XXI. Danke schön. Viva Die Linke, la lucha continúa. Maite Mohler. Wir sind hier in Berlin zusammen mit dem Vorstand der Europäischen Linkspartei. Darunter sind auch unsere ungarischen Genossen, unsere Genossen aus Moldawien. Und sie erzählen, wie andere auch, von den Menschenjagden. Deswegen haben wir eine Resolution gestern verabschiedet, die ich kurz vortrage. In Europa bläst der Faschismus wieder zur Menschenjagd. Gierig deutet er auf alles, womit spontane Identifikation nicht so leicht fällt. Er brutalisiert, was an Vorurteilen althergebracht war und inszeniert sich selbst als Wall gegen die Zudringlichkeit alles Schwierigen und Unvertrauten, gegen Muslime, Roma, Linke, andere Demokraten und wieder gegen Juden. Der Faschismus gibt Antikommunismus, Antisemitismus und Anti-Islamismus als Schutz alter Gewohnheiten und einfacher Denkmuster aus, vertieft die populäre Scheu vor schwierigen Krisenzusammenhängen und stilisiert populistisch seinen Anti-Intellektualismus als gesunden Menschenverstand. Der Faschismus beherrscht die blutige Kunst, beschädigte und unterlegene Menschen zu Trittbrettfahrern der Krise als Sündenböcke zu installieren und sie sogar als privilegiert darzustellen. Er tut dies, um alte Eliten zu schützen und sich denen als Bündnispartner anzubieten. Denn was der Faschismus an der Staatsmacht bei all seiner theatralischen Sozialdemagogie in rebellischer Pose stets wurde, ist offenste Diktatur der terroristischsten und imperialistischsten Banken und Konzernmacht, die deren Gegner die Organisationen der Arbeiterbewegung immer an der Staatsmacht exekutiert hat. Demokratinnen und Demokraten in aller Welt müssen helfen, den Faschismus und sein Menschenjagen wieder aufzuhalten. Demokratie, zivile und sozialstaatliche Rechte müssen gerade in der Krise verteidigt und ausgebaut werden. Es gilt dabei, mit sämtlich verfügbaren geistigen, politischen und materiell-sozialen Instrumenten humanistische Kulturen zu verbreiten, Krisenzusammenhänge populär, verständlich und veränderbar zu machen und den braunen Verbrechern nicht eine einzige gute Tradition und keine einzige soziale Unzufriedenheit kampflos zu überlassen. In diesem Sinne unsere Solidarität gegen rechts. Und jetzt nochmal Strom und Wasser. Strom und Wasser. Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne auf ein ganz besonderes Projekt aufmerksam machen, mit dem wir versuchen werden, tatsächlich eine kleine humanistische Revolution dieses Jahr hinzubekommen. Und zwar haben wir vor 1,5 Jahren ungefähr 80 Flüchtlingslager hier in Deutschland besucht und waren absolut entsetzt von den Zuständen, die dort herrschen. Wir haben da Flüchtlingslager gesehen mit einer Toilette für 30 Personen, einer Waschmaschine für 60 Personen. Da waren erwachsene Menschen, 8 erwachsene Männer auf 20 Quadratmeter zusammengepfercht. Viele dieser Flüchtlinge leben so seit 20 Jahren. Und es war wirklich, das hat mit Demokratie und Menschenrecht nichts zu tun. Und da sollte sich, finde ich, auch... Okay. Da sollte sich in einem Land, das im Namen der Demokratie die Soldaten in die ferne Welt entsendet, vielleicht anfangen, was zu ändern. Und wir haben uns überlegt, weil uns das so traurig gemacht hat, dass wir etwas Schönes aus all diesem Elend herausheben wollen, und haben
die vielen Musiker, die wirklich Weltklasse-Musik machen in diesen Lagern, eingeladen nach Hamburg, haben unter ganz, ganz großen politischen, behördlichen und finanziellen Schwierigkeiten eine CD mit ihnen aufgenommen, waren mit ihnen schon auf Tour, haben dann auf Vorschlag der Grünen die Integrationsmedaille bekommen von der Bundesregierung. Ich habe mir sehr, sehr lange überlegt, ob ich die annehme oder ablehne, denn es ist natürlich widersinnig, von der Regierung so eine Medaille zu bekommen, die daran schuld ist, dass man eben für die Flüchtlinge sich einsetzen muss. Keiner der Flüchtlinge hat, seit wir diese Medaille bekommen haben, irgendwas an seinem Aufenthaltsstatus geändert bekommen. Der Aufenthaltsstatus, den die Flüchtlinge haben, mit denen wir spielen, ist so, dass sie jederzeit abgeschoben werden können. Da kommt normalerweise die Polizei um 4:30 Uhr morgens rein und setzt die Leute in den Flieger. Und deswegen haben wir beschlossen, eine Deutschland-Tournee zu machen mit diesen Flüchtlingen in ungefähr 100 Städten. Wir werden also fast alle deutschen Großstädte abklappern. Wir wollen versuchen, dass die Eintrittsgelder und Spendengelder den Flüchtlingen direkt zugutekommen. Aber wir haben natürlich noch großen Bedarf an Menschen, die noch ein offenes und kämpferisches Herz haben und uns da in irgendeiner Form unterstützen können. Und ich glaube, heute sind hier einige anwesend, die, wenn sie wollen, da wirklich für die Flüchtlinge, für dieses Thema gegen den Nationalismus und für die Demokratie einiges tun können. Und ich werde nachher in dem Foyer auf der Seite stehen und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr kommt. Und jetzt möchte ich einen Musiker aus den Flüchtlingslagern begrüßen. Er ist 18 Jahre alt geworden, Hossein aus Afghanistan. Er ist, seit er kleiner Junge ist, auf der Flucht von Afghanistan in Iran, von Iran in die Türkei, dann von der Türkei nach Griechenland, einer der wenigen, die die Überfahrt überhaupt überlebt haben. Heute ist er hier und ich hoffe sehr, er bleibt uns ein bisschen erhalten und ich freue mich, dass ihr ihm nun lauschen könnt. Hossein. Yeah, so it's done.
Schlagzeug und Enno auf dem Keyboard. Danke fürs Zuhören. Ja, das war Strom und Wasser, super. Wenn ihr Strom und Wasser wiedersehen wollt, müsst ihr am 2. Juni zum Fest der Linken nach Berlin kommen. Hier vor der Volksbühne werden sie nochmal spielen. Und ja, ich bin froh, dass es solche tolle Bands gibt, die mit einem politischen Anspruch Musik machen. Toll. Jetzt führt uns unsere Reise in den Norden, nämlich nach Schweden. Und ich freue mich außerordentlich, dass ich Jonas Sjöstedt begrüßen kann von der schwedischen Linkspartei Vänsterpartiet. Ich freue mich wirklich, Jonas, dass du hier bist. Herzlich willkommen in Berlin, Jonas Sjöstedt. Dear friends, fellow socialists, I'm happy to stand here in front of you and greet you from the Swedish Left Party. We count Die Linke as one of our best European friends in the common struggle for social justice and equality. You might have heard about the Swedish welfare state, the Scandinavian equality between men and women, and you might expect a progressive environmental policy from a country like Sweden. I really wish that I could stand here today in front of you and report about progress in all these fields, but I cannot. After 6 years of right-wing government in Sweden, the country is changing fast and for the worse. We are suffering high unemployment, especially hurting the youth. We have increasing inequalities of income, not because we have been so hit so hard by the economic crisis, that have been hit hard by right-wing policy. Income disparity between men and women has risen 40%. All ambitions to take the lead in cutting greenhouse gas emissions are given up. Sweden of today is an experiment in neoliberal privatization. Schools, preschools, clinics, hospitals, and homes for elderly are sold out to venture capitalists. They only look for maximum profit, the price being paid by school children, the elderly, the staff working, and the taxpayer. In the wake of unemployment and class differences, we now see the rise of the xenophobic right also in our country. We in the Left Party now prepare ourselves for the elections in 2014 to have a stronger left wing and a progressive majority to overthrow this government. We already governed many cities and regions with the Social Democrats and the Greens, and we are ready to govern also on national level if the policies are progressive enough. Europe urgently needs a stronger left wing. Sorry, France, the most important country in Europe is Germany. Political change here would mean a lot for the whole of Europe. But we need to work together. The right wing have the power and they have failed. The result of their policies is mass unemployment and a European project that saves the banks and the bankers while letting workers and the welfare state pay the entire price for the crisis. They deregulate and force through privatizations, but have no strength whatsoever when it comes to enforce the necessary change to save our climate and our planet. If the climate had been a bank, it would have been saved by now. What is the robbing of a bank compared to the founding of a bank, Bertolt Brecht asked. The euro crisis is the crisis of the unregulated financial capitalism. The solution is not to save the banks with taxpayers' money, but to let them pay for their own mistakes.
If they want our money, we want to decide over them to nationalize the financial institutions. We also need to strictly regulate the whole financial system. The market and the bankers should not decide over governments. It should be the other way around. Dear friends, in September 2003, Sweden held a referendum about joining the euro. We campaigned furiously for the no vote. Despite having the whole economical and political elite as opponents, we won, and we saved Sweden from the euro. We argued that the euro would mean less democracy, more right-wing economic policies, and more power to the bureaucrats in Brussels. We argued that the single currency could have disastrous economic consequences and effects when enforced on countries that have very different economic needs. And we are sorry to be right and to see the dire economic consequences in countries like Greece and Spain. Today, more Swedes believe in UFOs than in joining the euro. But, friends, as socialists, as internationalists, we must also point at common solutions. There must be a way for countries also to leave the euro. Debts should be written off for heavily indebted countries. The financial sector should be strictly regulated. We need to stop tax evasion and to tax the rich. The power should be taken from the European Commission and IMF and given to democratic bodies. We need to increase equality. We need social investment and we need green investment for the future and for our climate. We need to do this together and we look forward to do it together with you. Thank you. Thank you, Jonas Sjöstedt. Und jetzt kommen wir zu einem Schwaben, einer der Schwaben, die sich hier in Berlin ja, sage ich mal, zur Masse rumlungern, wo Wolfgang Thierse jetzt sagt, was wollen die eigentlich alle in Berlin? Es ist aber nicht irgendein Schwabe, sondern dazu kommt noch, dass er ein vaterlandsloser Geselle ist. Zumindest schreibt das die Presse, weil er so mutig war, gegen Merkel und gegen die Austeritätspolitik in Griechenland zu demonstrieren. Ich freue mich außerordentlich, Bernd, dass du hier bist, dass du jetzt zu uns sprechen wirst. Bernd Rixinger, Vorsitzender der Partei Die Linke. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass Sie hier sind und es freut mich, dass dieser Tag nicht nur ein Auftakt der Partei Die Linke ist, sondern auch eine Veranstaltung der europäischen Linken, weil es wurde schon richtig gesagt, es ist niemals wichtiger als in diesem Jahr, dass die Europäische Linke zusammenarbeitet, dass die Europäische Linke Widerstand gegen diese Europapolitik der Eliten und Mächtigen entwickelt. Ich sage auch noch was, lieber soll doch ein Parteivorsitzender der Linken mit der griechischen Bevölkerung auf der Straße stehen, als wie auf dem Bild gezeigt, als Kellner bei den Mächtigen agieren. Zweitausendzwölf war das Jahr der heftigsten Angriffe der wirtschaftlichen und politischen Eliten in Europa auf die sozialen und demokratischen Errungenschaften. Die neoliberale Hegemonie wird und wurde in Verträge mit Ewigkeitscharakter eingeschrieben.
2012 war jedoch auch das Jahr des Widerstands und der Gegenwehr gegen die Politik der Troika, gegen die Verarmungs- und Kürzungsprogramme. Dieser Widerstand muss in ganz Europa und insbesondere in Deutschland stärker werden. Ein solidarisches, soziales und demokratisches Europa kann nur von unten entstehen. Die wirtschaftlichen und politischen Eliten sind dabei, die Existenz und den Wohlstand von Millionen von Menschen in Europa zu zerstören und die Demokratie auszuhöhlen. Aufgabe der Linken ist es, immer wieder deutlich zu machen, dass die Auseinandersetzung in Europa nicht zwischen Griechen und Deutschen stattfindet, nicht zwischen Spaniern und Italienern, sondern zwischen oben und unten. Die Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und Süd wird von nationalpopulistischen Parteien immer wieder ausgenutzt, um eine Politik des Nationalismus und Chauvinismus hoffähig zu machen. Diesen gefährlichen Nationalpopulismus sollte die Linke den Begriff der europäischen und internationalen Solidarität entgegensetzen. Die Angriffe der wirtschaftlichen und politischen Eliten richtet sich gegen alle Rentner und Rentnerinnen, gegen die Erwerbstätigen, gegen die Erwerbslosen und auch gegen die Zukunft der Jugend in ganz Europa. Diese Interessen sollen den Interessen und dem Diktat der Finanzmärkte untergeordnet werden. Und wir sagen, unser Widerstand, bei unserem Widerstand gegen diese Politik gibt es keinen Platz für Nationalismus und Chauvinismus. Aber es gibt auch keinen Platz für Wettbewerbskooperatismus. Und deshalb, und das kann ich als jemand, der sein halbes Leben für die Gewerkschaften gearbeitet hat, hier sagen, deswegen erwarten wir auch von den deutschen Gewerkschaften mehr Engagement und mehr Solidarität in ganz Europa. Es kann nicht sein, dass die deutschen Gewerkschaften tatenlos zusehen, wie ihre Schwesternorganisationen mit dem Rücken an der Wand dastehen und kämpfen müssen. Hier erwarte ich auch im eigenen Interesse Solidarität und Widerstand in Deutschland, nicht nur zur Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen in den Schuldnerstaaten, sondern auch zur Unterstützung der Herausbildung eines demokratischen und sozialen Europas, in dem wir alle leben wollen. Frau Merkel rühmt sich besonders eines besonders erfolgreichen Krisenmanagements. Ich war in Griechenland, ich habe dort mit Leuten, Beschäftigten in Krankenhäusern gesprochen. Eine Krankenpflegerin verdient dort noch 750 Euro brutto, ein Arzt 1040 und das bei gleichen Lebenshaltungskosten wie bei uns. Kinder- und Jugendärzte sagen, dass die Depressionen und Selbstmordraten von Kindern und Jugendlichen dramatisch angestiegen sind. Wir sehen Berichte, dass Mütter ihre Kinder bei SOS-Dörfern abgeben, weil sie Angst haben, sie nicht mehr ernähren zu können. Das sind Bilder, die wir seither aus der dritten Welt kannten. Die ziehen jetzt mitten in Europa ein. 50% der Jugendlichen in Griechenland oder Spanien sind arbeitslos und müssen von den Renten ihrer Eltern und Großeltern leben. Und da sage ich, Frau Merkel, auf diese Art von Krisenlösung können die Menschen in Europa gerne verzichten. Und es ist völlig klar, dass Deutschland einen Anteil an dieser Krise trägt. Wir schaffen mit unseren ständigen Exportüberschüssen, gestützt inzwischen auf Lohndumping,
aber auch auf eine hochproduktive Wirtschaft. Die Defizite und die Schulden der anderen Länder, diese müssen wir abbauen. Deutschland lebt unter seinen Möglichkeiten. Wir brauchen dringend über viele Jahre höhere Löhne in Deutschland. Und wir brauchen tatsächlich nicht die Unterordnung unter das Diktat der Finanzmärkte, sondern die Kontrolle, die demokratische Kontrolle der Finanzmärkte. Wo leben wir denn, dass wir Milliarden Steuergeldern an die Banken gegeben haben und diese jetzt gegen die eigene Währung spekulieren? Das dürfen doch demokratisch gewählte Regierungen niemals zulassen. Und wir brauchen tatsächliche Hilfe für Europa und keine vergiftete. Und, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, genauso wie diese Krisenlösung für Europa gescheitert ist, stimmt auch die Aussage von Frau Merkel nicht, Millionen von Menschen wären gut durch die Krise gekommen. Und Deutschland wäre gut durch die Krise gekommen. Das stimmt für Deutschland in Gänze eben nicht. 10 Millionen Menschen müssen bei uns im Niedriglohnbereich arbeiten. Wir haben 1,5 Millionen Menschen, die unter 5 Euro die Stunde verdienen. Und das in einem der reichsten Länder der Welt. Es kann doch nicht sein, dass Menschen zur Arbeit gehen und dabei arm bleiben. Und deswegen sagen wir als Linke, jeder Mensch muss einen so hohen Lohn bekommen, dass er in dieser Gesellschaft ordentlich davon leben kann. Wir haben eine Ausdehnung der prekären Beschäftigung, befristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit, Werkverträge. Und wir haben immer gesagt, Leiharbeit ist moderne Sklaverei und die Sklaverei ist längst abgeschafft. Und liebe Genossinnen und Genossen, demgegenüber sagt die Linke, wir müssen Selbstverständliches wieder selbstverständlich machen. Es muss wieder selbstverständlich in unserem Land sein, dass wir Löhne haben, von denen die Menschen leben können, anstatt Armutslöhne. Es muss wieder selbstverständlich sein, dass die Menschen in der Rente ihren Lebensstandard sichern und nicht arm bleiben. Es muss wieder selbstverständlich sein, dass Erwerbslose nicht in Armut gestürzt werden und sich vor den Agenturen und Jobcentern nackt ausziehen müssen. Und es muss wieder selbstverständlich sein, dass von Deutschland kein Krieg mehr ausgibt und wir keine Kriegseinsätze machen. Es muss aber auch selbstverständlich sein, dass wir keinen Krieg durch Waffenexporte exportieren. Und ich bin nicht stolz darauf. Und wir können nicht stolz darauf sein, dass Deutschland inzwischen der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist. Jede Waffe findet ihren Krieg und da machen wir als Linke nicht mit. Und es muss wieder selbstverständlich sein, dass Reiche und Vermögende sich am Gemeinwohl beteiligen. Und wenn andere Parteien sagen, mit den Linken können wir nicht zusammengehen. Eine Zusammenarbeit mit den Linken ist ausgeschlossen, weil diese Bedingungen unannehmbar sind. Dann sagen wir, wenn die anderen Parteien Selbstverständlichkeiten nicht mehr akzeptieren, dann braucht es in diesem Land eine starke Linke, die wieder dafür sorgt, dass das Selbstverständliche in diesem Land selbstverständlich wird. Und deshalb Lasst uns hinausgehen auf die Straßen und Plätze. Lasst uns dafür sorgen, dass die Farbe Rot wieder Mode wird. Wir übergeben jetzt noch den Chef. Der Chef, das kommt alles. Ja, ich weiß alles. Bitte? Dann Brixinger! Und
Bernd Rixinger, dein Beifall. Aber der Beifall zu den Inhalten. Und wenn ihr da hinten die Bilder seht, das ist übrigens ein Foto, das mir Sarah aus Madeira gesimst hat vor 3 Wochen. Ist es nicht wunderschön, wie das Volk seine eigene Kunst an diesem Plakat macht? Ihr seht es auf der rechten Seite, auch mit dem, naja, Augenklappe von Frau Merkel. Jedenfalls haben wir das daneben dann aus Portugal, vorhin aus Spanien gehabt. Das ist alles ein Bild von Arno Funke. Arno Funke kann jetzt nicht bei uns sein, weil er beim Dschungelcamp ist, aber er hat mit uns gemeinsam dieses für alle Länder gemacht. Und ich finde es ganz toll, wenn du dann das Fernsehen anmachst in Deutschland und so etwas mit verschiedenen Köpfen, wo immer der Sozialdemokrat den Service macht und das Bier an den Roulette-Tisch trägt, der führende in dem jeweiligen Land rechte Sozialdemokrat selbstverständlich, wenn das dann in NTV kommt im Fernsehen oder per SMS aus Portugal kommt, aus Spanien, aus Griechenland und wo alles dieses Plakat Einsatz findet. Also herzliche Grüße von Arno Funke und herzliche Grüße auch von unserem Vorsitzenden der Europäischen Linkspartei, Pierre Laurent. Ganz herzliche Grüße auch aus dem Kampf, den er führt in Frankreich gegen die Rechten und gegen die Einführung von Agenda 2010 durch Hollande. Das heißt, Hollande macht jetzt genau das, versucht jetzt offensichtlich das nachzumachen, was Schröder mit wenig Erfolg hier vorexerziert hat. Und dagegen kämpft Pierre Laurent und die Kommunistische Partei in Frankreich. Und unsere Grüße gehen an ihn, gehen auch an Mélenchon, gehen auch an die Partie de Gauche. Jetzt haben wir im Zeichen der internationalen Solidarität zweierlei. Das eine ist ein Scheck, das wird jetzt aber gleich nochmal unsere Parteivorsitzenden sagen. Und dann werden wir hier einen Eimer rumreichen für das Flüchtlingsprojekt von Strom und Wasser, was vorhin angekündigt worden ist. Dann machen wir hier spontane Sammlung und wer hier keinen Eintritt bezahlt hat, schätzt ungefähr den kulturellen Wert des Programms hier ein und was es ihm an Lebensqualität gebracht hat und wirft dann das in diesen Eimer für das Flüchtlingsprojekt. Der Eimer geht jetzt hier vorne rum und jetzt sagt ihr was dazu. Nachdem oder als Bernd in Griechenland war und Merkel ihm auf dem Fuß folgte, hat Bernd Rixinger etwas gemacht, was die deutsche Kanzlerin versäumt hat. Er hat sich ein Kinderkrankenhaus angeschaut, um sich an einem Beispiel zu überzeugen, was für katastrophale Folgen in der Praxis das Kürzungsdiktat hat. Und wir haben gesagt, wir werden natürlich zum einen politisch gegen dieses Kürzungsdiktat kämpfen, aber uns ist es wichtig, auch ganz konkrete Hilfe zu leisten. Und deswegen haben wir einen Spendenaufruf gestartet, um konkrete Projekte in Griechenland zu unterstützen mit unserer Partnerpartei Syriza. Und ich bin sehr dankbar, Willi von Ooyen, dass wir auch sofort eine Organisation gefunden haben, die das unterstützt hat. Und Willi, du hast das Wort. Ja, ich darf mich bei allen Spendern zunächst mal bedanken, aber das kann ja noch erfolgreicher werden, als es schon ist, die 40.000 Euro zusammengebracht haben, um dieses Projekt zu unterstützen. Normalerweise unterstützen wir als Friedens- und Zukunftswerkstatt die außerparlamentarische Bewegung, aber in diesem Fall haben wir gesagt, das ist auch außerparlamentarisch wichtig und ich glaube, es ist ein gutes Signal, wenn die deutsche Linke und die außerparlamentarische Linke ein solches Projekt unterstützt und ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dieses Ergebnis zu erzielen, aber wie gesagt, es kann auch besser werden, die Friedens- und Zukunftswerkstatt nimmt auch zukünftig Spenden entgegen für diesen Zweck. Vielen Dank. Und natürlich ganz zeitgemäß wird diese Spendensumme insgesamt per Online-Banking überwiesen. Aber wir möchten natürlich hier symbolisch dieses Geld mit einem Scheck überreichen an Alexis Tsipras, den ich bei dieser Gelegenheit ganz herzlich hier begrüßen will. Alexis, ihr habt einen super Wahlerfolg hingelegt. Willkommen hier in Berlin, Alexis. Thank you very much for your help. Thank you very much for your solidarity. On behalf of Syriza, on behalf of the structure, the network of social solidarity, solidarity for all, I want to thank you and I want to say that we have the common struggle, common enemies, and at the end,
we will win. Thank you very much. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι ανάμεσά σας. Ως ένας αριστερός πολίτης της Ευρώπης, από την Ελλάδα, την χώρα που τα τελευταία χρόνια έγινε το πειραματόζω της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας στην Ευρώπη. Είμαι όμως σήμερα ανάμεσά σας για να στείλουμε μαζί σε κάθε γωνιά της Ευρώπης το μήνυμα της αλληλεγγύης, της αντίστασης και της ελπίδας για να ορθώσουμε στη βαρβαρότητα του νεοφιλελευθερισμού την αξιοπρέπεια της δημοκρατίας. Σήμερα που ξαναακούγεται η φωνή του Bertolt Brecht ότι το άδικο βαδίζει με σταθερό βήμα και οι καταπιεστές προετοιμάζουν τα επόμενα 10.000 χρόνια. Σήμερα εμείς, οι πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς και ο κόσμος της εργασίας και του πολιτισμού στην Ευρώπη έχουμε χρέος να σταματήσουμε την καταστροφή και να οργανώσουμε την ανατροπή των πολιτικών τους. Σήμερα που ο νεοφιλελευθερισμός βυθίζει την Ευρώπη στην ύφεση και στην ανεργία, που η Ευρώπη μετράει 26 εκατομμύρια ανέργους με τα 19 εκατομμύρια στις χώρες της Ευρωζώνης και το 1,5 εκατομμύριο στην Ελλάδα, σήμερα που ο νεοφιλελευθερισμός λιένει το έδαφος για την ανάπτυξη των κενών αριθμών με επισφαλή εργασία, χαμηλές αμοιβές και εργασιακό χάος, με την Ελλάδα ως ειδική οικονομική ζώνη της Ευρώπης, όπως την περιέγραψε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών, Hans Peter Keitel, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Der Spiegel. Σήμερα που ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, ολοκληρώνει τον οδικό χάρτη μιας πραγματικά συντηρητικής και νεοφιλελεύθερης νομισματικής ένωσης με πυρήνα το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο της Μόνιμης Λιτότητας, σήμερα εμείς, η Ευρωπαϊκή Αριστερά, έχουμε χρέος να προωθήσουμε τις ρεαλιστικές εναλλακτικές μας προτάσεις για τη συντεταγμένη, κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη έξοδο των χωρών μας από την διπλή κρίση χρέους αλλά και πολιτικής. Για τη δημοκρατική και προοδευτική επανίδρυση της Ευρώπης. Προτάσεις που απεγκλωβίζουν την Ευρωζώνη από την παγίδα της λιτότητας και της ύφεσης, που αναθεωρούν το οικονομικό μοντέλο λειτουργίας της και αξιοποιούν την αναπτυξιακή δυναμική της ως αυτόνομης οικονομικής οντότητας και έρουν τη νέα διαίρεσή της στο δίπολο βορρά δανειστών και νότου χρεωστών. Προτάσεις για την απόδοση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ρόλου πραγματικής κεντρικής τράπεζας, για το φόρο Τόμπιν, για το δημοκρατικό και πολιτικό έλεγχο των αγορών, για την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων σε όλη την Ευρωζώνη, για ισχυρό και αναδιανεμητικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Την ίδια στιγμή εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάδα έχουμε προτείνει, προκειμένου να ρυθμιστεί οριστικά και συλλογικά
η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, τη σύγκληση ευρωπαϊκής διάσκεψης για το χρέος κατά το προηγούμενο της διάσκεψης του Λονδίνου για το χρέος της Γερμανίας το 1953. Και θεωρούμε ότι αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική και συμφέρουσα λύση για όλους. Για τους φορολογούμενους πολίτες στις δανείστριες χώρες που ρίχνουν τις αποταμιεύσεις τους σε ένα βαρέλι δίχως πάτο που ανοίγει η λιτότητα στις υπερχρεωμένες χώρες, αλλά και γιατί αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την διόγκωση του δημόσιου χρέους στο σύνολο της Ευρωζώνης, αφού αυτή την ώρα ο μέσος όρος του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη υπερβαίνει το 90% του αγαθάριστου εγχώριου προϊόντος της. Οι Γερμανοί πολίτες όμως πρέπει να ακούσουν την αλήθεια και να την ακούσουν τώρα, όχι μετεκλογικά. Τα χρήματα των Γερμανών φορολογούμενων πήγαν στις τσέπες τραπεζιτών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας. Η κυβέρνηση Μέρκελ έχει επιβάλει στην Ελλάδα, αλλά και στον Ευρωπαϊκό Νότο συνολικά, μια αποτυχημένη και καταστροφική πολιτική, την πολιτική της λιτότητας, η οποία με την ύφεση που προκαλεί έχει καταστήσει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ της μη βιώσιμο και εκτός ελέγχου. Και αυτή είναι μια επιλογή που θα καταστρέψει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, ιδίως αν εφαρμοστεί και σε χώρες όπως η Γερμανία ή ακόμη η Γαλλία ή ακόμη και η Γερμανία. Για την Ελλάδα το 2013 δεν θα είναι το τελευταίο έτος της ύφεσης, όπως ισχυρίζονται η Τρόικα των δανειστών και η συγκυβέρνηση των συμφερόντων της στην Ελλάδα. Στην έκθεση του περασμένου Δεκεμβρίου, το έγκυρο κέντρο προβλέψεων του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Οικονομικών του Κιέλου, στην έκθεσή του συμφιλίωσε την οικονομετρία με την κοινή λογική και προέβλεψε ότι ακόμα και το 2014, όχι μόνο το 2013, η Ελλάδα θα έχει ύφεση 1%, αλλά ανεργία 31%. Ακριβώς λοιπόν επειδή το 2014 η ύφεση θα έχει συμπληρώσει μια ολόκληρη επταετία στην Ελλάδα, η διαγραφή σημαντικού μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέους είναι όχι μόνο αναπόφευκτη, αλλά και αναντικατάστατη προϋπόθεση για να βγει η χώρα από την ύφεση και να πυροδοτηθεί η οικονομική ανάκαμψη. Και θέλω να το επισημάνω. Σήμερα βρισκόμαστε στο τρίτο μνημόνιο. Και βρισκόμαστε στο τρίτο μνημόνιο επειδή τα άλλα δύο απέτυχαν. Και απέτυχαν όχι γιατί δεν εφαρμόστηκαν, αλλά γιατί ήταν παράλογη και αποτυχημένη η συνταγή τους. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Η Ελλάδα μετεωρίζεται σήμερα ανάμεσα στη διαφθορά και στη φτώχεια. Και η πολιτική των κυβερνήσεων και της Τρόικα ήταν να κρύψουν στο σιρτάρι τη λίστα με τους φοροφυγάδες και να υπερφορολογήσουν τα φτωχά και μεσαία στρώματα. Υπερφορολογούν εκείνους που τους έχουν μειώσει τα εισοδήματα 2 και 3 φορές και αφήνουν ανεξέλεγκτους τους πλούσιους. Είναι χαρακτηριστικό της υπερφορολόγησης. Αύξησαν τον Οκτώβριο που μας πέρασε τον φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης σχεδόν 40%. Και επειδή ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, πολύ απλά αποφάσισε να μην αγοράζει καθόλου πετρέλαιο και άρχιζε να αγοράζει ξυλόσομπες και να καίει ό,τι βρει μπροστά του για να ζεσταθεί. Αποτέλεσμα, και τα δάση να αποψηλώνονται και ο ουρανός, το περιβάλλον, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις, να πνίγεται από τον έφος της Αθαλομίχλης, αλλά και τα δημόσια έσοδα από το πετρέλαιο και τον φόρο σε αυτό να είναι λιγότερα από ό,τι πέρυσι. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι,
Κάθε μέρα που περνάει, αποκαλύπτεται το πραγματικό στόχος της στρατηγικής της Τρόικα και ο πραγματικός ρόλος της τρικομματικής κυβέρνησης Σαμαρά στην Ελλάδα. Η ύφεση δεν είναι ατύχημα, αλλά στόχος του προγράμματος εσωτερικής υποτίμησης. Τα σκάνδαλα της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς δεν ήταν η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας ενός συστήματος κλεπτοκρατίας που οδήγησε την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Η περιβόητη λίστα Λαγκάρτ με τους Έλληνες ολιγάρχες, τραπεζίτες και μηντιάρχες δεν κρύφτηκε τυχαία από το διεφθαρμένο ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Ούτε η ευρωπαϊκή ηγεσία άφησε τυχαία ανεξέλεγκτη την ελληνική πολιτική ηγεσία να προστατεύει τους εκλεκτούς της. Αυτή η αυλεψία αποτέλεσε το αντίδωρο, αλλά ταυτόχρονα και το εργαλείο χειραγώγησης της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Το σκάνδαλο με τις μίζες της Siemens έκλεισε πριν καλά-καλά ανοίξει. Η κατάθεση Χριστοφοράκου παραμένει στα συρτάρια ασφαλείας της γερμανικής δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για την απόδοση δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Η λίστα των Ελλήνων καταθετών στις γερμανικές τράπεζες παραμένει στη Γερμανία, εδώ, κρυφή από το φως της δημοσιότητας. Η λίστα των Ελλήνων καταθετών στην τράπεζα HSBC της Γενέβης παρέμεινε επί 2 χρόνια στα συρτάρια 2 διαδοχικών υπουργών οικονομικών, των κύριων Παπακοσταντίνου και Βενιζέλου. Να λοιπόν, γιατί ποτέ η ελληνική πλευρά δεν διαπραγματεύτηκε στα σοβαρά τους όρους και τους στόχους του μνημονίου, παρά μονάχα απλά επικύρωνε αποφάσεις άλλων. Δεν προκαλεί συνεπώς απορία ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, έχει αναλάβει το τιτάνιο έργο της προστασίας του σημερινού Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βενιζέλου, στην υπόθεση του σκανδάλου ασυλίας της φοροδιαφυγής. Ούτε ότι τώρα Σαμαράς και Βενιζέλος προσπαθούν να στρέψουν το φως των προβολέων από τη χρεοκοπία της λιτότητας και της φοροεπιδρομής τους αδύναμους στη στρατηγική της έντασης και του διχασμού. Μια στρατηγική που στρώνει το δρόμο για την ενδυνάμωση της άκρας δεξιάς στην Ελλάδα, για την ενδυνάμωση των νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Αλλά είμαστε βέβαιοι, η λαϊκή αξίωση για κάθαρση θα υπερισχύσει τις αξίωσεις των κυβερνητικών εταίρων για αδιαφάνεια, περιορισμό του δημοκρατικού ελέγχου και ατιμορρησία των υπόλογων για τα σκάνδαλα. Το αίτημα της πολιτικής κάθαρσης δεν είναι υπόθεση θεσμικής κορυφής, αλλά κοινωνικού βάθους. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος του παλαϊκού αιτήματος για την άμεση ακύρωση του μνημονίου και για αλλαγή πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εμείς στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, αισθανόμαστε περισσότερο από ποτέ έτοιμοι και αποφασισμένοι να στηρίξουμε τον ελληνικό λαό στον αγώνα του για μια μεγάλη και δημοκρατική πολιτική αλλαγή. Θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα και είμαστε οι μόνοι που το μπορούμε. Γιατί εμείς δεν διαμορφώσαμε το παρελθόν και γιατί δεν δεσμευόμαστε από την οικονομική ολιγαρχία που επιδιώκει τη διατήρηση των προνομίων της. Είμαστε λοιπόν βέβαιοι ότι με την αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων, με την αλληλεγγύη της ευρωπαϊκής αριστεράς, με την αγωνιστική πρωτοπορία των λαών της Ευρώπης, θα πετύχουμε μια σπουδαία πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και αυτό θα είναι η σπίθα για τη μεγάλη ανατροπή του νεοφιλελευθερισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Danke. Danke, die Linke.
mit Solidarität werden wir gewinnen. Danke, danke schön. Alexis Tsipras, das ist ein toller Augenblick. Und bei dem tollen Augenblick sind hier vielleicht 1000 Leute reingekommen, vielleicht ein bisschen mehr, aber 500 Leute konnten nicht rein, standen vor der Tür, das ging feuerpolizeilich nicht. Und da ist es dann doch direkt im körperlichen Einsatz von Angelika Haas und Matthias Höhn, unserem Bundesgeschäftsführer, gelungen, wenigstens ein paar von Ihnen draußen hinzusetzen. Ich danke dem Theater, dass wir eine Live-Übertragung wenigstens per Lautsprecher ganz spontan möglich gemacht haben für ein paar von den 500, die vor der Tür sind. Ihr habt ja das Plakat da immer jetzt hin, jetzt ist es gerade wieder weg. Manchmal bin ich gefragt worden, sei da Toilette, wird da Toilette stehen? Jawohl, wir haben alle unkonventionellen Kommunikationswege genutzt. Dieses Plakat hängt übrigens streng quotiert in hessischen, niedersächsischen, nordrhein-westfälischen Toiletten, Frauen- und Herrentoiletten. Und je nach Wasserstrahl kann man dann die kleinen, wunderschönen Details auf diesem Antispekulanten-Plakat genießen. Also das Plakat ist auch hier zu haben, als Postkarte, als Plakat in verschiedenen Sprachen. Und jetzt kommt ein Künstler, der aus einem Land kommt, das ganz unkonventionell mit dem Druck der sogenannten Finanzmärkte, die ja im Wesentlichen nur aus ein paar Ratingagenturen und Großbanken bestehen, auch wenn das immer nach Olymp klingt, umgegangen ist, indem sie einfach einen Schuldenschnitt gemacht haben von ihrer Seite, nämlich Argentinien. Viel Spaß mit Pablo Miro. Thank you.
me has dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu barrio. Muchas gracias. Tengamos mucho cuidado del Fondo Monetario Internacional. Tengamos mucho cuidado del Banco Mundial. Tengamos mucho cuidado de Goldman Sachs. Tengamos mucho cuidado de Bilderberg. Tengamos mucho cuidado de los Rothschild, de los Rockefeller, que ellos están uniéndose y haciendo un enorme poder. Yo solo le pido a Dios... Ich bitte Gott nur darum, dass uns die Zukunft nicht gleichgültig sei, dass uns der Tod nicht erwische, ohne genug getan zu haben, dass man mich nicht hier ohrfeigt und ich den anderen noch hinhalte, ja, dass der Krieg mir auch nicht gleichgültig sei. Es ist ein Riesenmonster und zertritt die Würde unserer Leute. Solo le pido a Dios. No.
Sie kommen wieder. Sie kommen auf jeden Fall noch mal wieder. Es gab eine Zeit, da lag Syriza, sah Synaspismus, die Partei von Alexis, in Umfragen irgendwie bei 3-4%. Real hatten sie 6% und wir hatten, ich als Schatzmeister und der griechische Kollege, ein paar gemeinsame finanzielle Probleme zu lösen. Und das ist jetzt gerade mal etwas über 2 Jahre her. Und jetzt liegen sie in den Umfragen bei über 30%. Und vielleicht muss Alexis die Bürde auf sich nehmen, mal irgendwann Ministerpräsident in Griechenland zu werden. So schnell können sich Umfragen und Prozente ändern. Und es gab eine Zeit, da hat er, den ich jetzt ankündige, gesagt, was die deutsche Einheit wirklich kosten wird. Und die Medien schrieben, stimmt alles gar nicht. Und es war noch ein bisschen teuer, aber er war der Einzige, der wenigstens die Größenordnung erfasst hat. Es gab eine Zeit, da hat er gesagt, die Finanzmärkte müssen reguliert werden. Und da schrieb Sun, das ist so noch dreckiger als die Bild-Zeitung, damals der gefährlichste Deutsche und bildete ihn nicht sehr vaterhaft ab. Und das Unglück, von dem er damals gesprochen hat, wenn man die Finanzmärkte nicht reguliert, ist gekommen. Für seine Prognosen und vor allen Dingen für die praktische Politik gegen das, was mit den Prognosen befürchtet werden konnte, sind wir ihm dankbar und deswegen begrüße ich ihn hier, Oscar Lafontaine. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde, für die freundliche Begrüßung. Es ist ein guter Brauch, dass wir zum Jahresbeginn uns versammeln, um über die Politik zu reden, die in diesem Jahr zu machen ist. Aber für die Linke ist ein ganz besonders guter Brauch, dass wir hier nicht alleine sind als deutsche Linke, sondern in der großen Familie der europäischen Linken. Das zeigt, wir zeigen gerade heute, die Internationale ist angesagt, wenn es darum geht, die Probleme der Welt zu lösen. Wir brauchen nur 2 Zahlen uns zu vergegenwärtigen, nämlich die Zahlen der Arbeitslosigkeit der Jugendlichen in Griechenland und in Spanien. In beiden Ländern liegt die Arbeitslosigkeit über 50%.
Über 50%, mehr als die Hälfte der Jugendlichen, haben in Griechenland und in Spanien keine Arbeit und Ausbildung. Das heißt, sie haben keine Perspektive. Und deshalb muss doch jeder, der nachdenkt, zu dem Ergebnis kommen, diese Wirtschaftsordnung, die zu diesem Ergebnis geführt hat, sie gibt der Jugend keine Zukunft. Und sie muss durch eine andere Wirtschaftsordnung abgelöst werden. Unfreiwillig hat die deutsche Bundeskanzlerin vor einiger Zeit das Problem formuliert. Sie sagte, es ginge heute darum, eine marktkonforme Demokratie zu schaffen. Und wir, die Linke in Europa, wir sagen, genau das Gegenteil ist notwendig. Wir brauchen keine marktkonforme Demokratie, die führt zu dieser Jugendarbeitslosigkeit. Wir brauchen endlich eine menschenfreundliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Das ist der Gegenentwurf der Linken. Und deshalb ist es gut, dass unsere Freunde aus Südeuropa heute hier sind, im Besonderen, weil in Südeuropa sich zeigt, wohin diese marktkonforme Demokratie führt und wohin eine Politik führt, die eben die Märkte im Auge hat und nicht die Menschen. Wenn ich manchmal die Nachrichten einschalte und ich höre, wie irgendjemand gedankenlos daherplappert, wir müssen das Vertrauen gewinnen. Wir müssen das Vertrauen der Märkte gewinnen. Die ganze Politik ist dazu da, das Vertrauen der Märkte endlich wieder zu gewinnen. Wir haben da eine ganz andere Aufgabe in Europa. Wir müssen das Vertrauen der Menschen in die Zukunft wieder gewinnen. Das ist die Aufgabe in Europa. Ich habe vor einiger Zeit Frau Merkel vorgeworfen, dass sie Europa spaltet. Und ich wiederhole diesen Vorwurf noch einmal. Sie spaltet Europa in zwei Zonen. In die Zone der Länder, denen es immer noch relativ gut geht, der Länder, der Volkswirtschaften, die zahlen, und in die Zone derjenigen, die eben Schuldner sind und denen man dann diktiert, welche Politik sie zu machen haben. Und das ist genau ein Weg, den wir niemals akzeptieren können. Europa muss gemeinsam handeln und Europa muss insbesondere aufwachen, weil in den Staaten, in den Ländern Südeuropas Menschen sich umbringen, weil Frau Merkel eine völlig falsche Politik für Gesamteuropa entwickelt und durchgesetzt hat. Und diese falsche Politik ist eben überschrieben mit dem Wort, wir wollen das Vertrauen der Märkte gewinnen. Aber das Vertrauen unersättlicher Monster kann man niemals gewinnen, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist ein völlig hoffnungsloses Unterfangen. Wir müssen vielmehr diese Märkte an die Kette legen. Wir müssen sie endlich in die Schranken weisen, statt um ihr Vertrauen zu buhlen. Und um die Märkte an die Kette zu legen, hat die Partei Die Linke ein 5-Punkte-Programm, das ich noch einmal erwähnen will, weil es irgendwann unvermeidlich ist, auf dieses Programm zurückzukommen. Da ist einmal das von allen verbal übernommene Programm der strengen Regulierung des Finanzsektors der Banken. Geschehen ist in Wirklichkeit, wie wir alle wissen, ja so gut wie nichts. Dann ist das Zweite, dass wir endlich eine direkte Kreditvergabe an die Staaten haben müssen, die in Not sind, eine direkte Kreditvergabe durch die Europäische Zentralbank. Hier beginnt Die Linke, ein neues Geldsystem zu entwerfen. Die Banken, die Zentralbanken müssen wieder in die Aufgabe zurückgeführt werden, wozu sie eigentlich mal gegründet worden sind, nämlich ihre Staaten mit Geld zu versorgen. Es ist doch ein Irrsinn, dass heute die Zentralbanken Geld für 0,75% an Geschäftsbanken geben und diese geben es für 5, 6, 7% weiter. Dieser Irrsinn muss beendet werden. Wir brauchen direkte Kreditvergabe der Europäischen Zentralbank. Das Zweite, was wir brauchen, ist endlich Klarsicht, wenn es darum geht, die Schulden abzubauen. Wir, die Linke, wir wollen die Schulden abbauen und wir sind die einzige Kraft, die ein Rezept dazu hat. Und dazu muss man nur die Zahlen an sich heranlassen, die eindeutig sind. Der Schuldenturm der Staaten ist genauso hoch wie der Geldturm der Millionäre.
Das ist das große Geheimnis aller Kommentatoren, aller derjenigen, die sich an der öffentlichen Debatte beteiligen. Sie wissen das offensichtlich nicht. Der Schuldenturm der Staaten ist genauso hoch wie der Geldturm der Millionäre. Das hängt ja untrennbar miteinander zusammen. Und daher müsste doch jeder Parlamentarier und jede Regierung bis hin zu Frau Merkel, Sie müssten erkennen, wenn man diesen Schuldenturm der Staaten abbauen will, dann darf man nicht Renten kürzen, Löhne kürzen und soziale Leistungen, dann muss man an den Geldturm der Millionäre, also Millionärsteuer für ganz Europa. Das ist die Forderung der Linken. Die dritte Forderung ist der Schuldenschnitt. Es gibt ein Buch, das ich jedem empfehlen kann, der sich für diese Zusammenhänge interessiert. Das ist ein Buch, das heißt Schulden. Das ist vor einiger Zeit veröffentlicht worden. Und in diesem Buch wird darauf hingewiesen, dass in früheren Kulturen Freiheit nichts anderes bedeutete als Freiheit von Schulden. Und deshalb sage ich an die Adresse derjenigen, die das können, an die Adresse der Regierungschefs in Europa und an diejenigen, die weltweit darüber mitzuentscheiden haben, wir brauchen einen Schuldenschnitt, insbesondere für die Länder Südeuropas, damit sie wieder frei werden und damit sie ihre eigene Politik wieder gestalten und in die eigenen Hände nehmen können. Freiheit bedeutet auch Freiheit von Schulden. Und da ist nur etwas, was wir hier in Deutschland besonders ansprechen müssen. Wenn man gute Nachbarschaft will, dann darf man nicht auf Kosten seiner Nachbarn leben wollen. Und genau dies haben die Regierungen der letzten Jahre eben nicht getan. Sie haben mit vielen daran gewirkt, daran gearbeitet, dass Deutschland sich durch Lohndumping Kostenvorteile verschafft hat gegenüber den anderen Staaten in Europa und der Welt. Und genau damit muss endlich Schluss sein. Wenn wir gute Nachbarschaft wollen, dann dürfen wir nicht Lohndumping betreiben. Wir müssen endlich in Gesamteuropa eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik durchsetzen. Das deutsche Lohndumping muss beendet werden. Das muss die Botschaft sein, die wir in diesem Jahr überall in Europa vortragen. Marktkonforme Demokratie ist die Parole der Kanzlerin. Aber nun haben wir eben ein Wahljahr in Deutschland. Wir haben die Niedersachsenwahl, wir haben die Bundestagswahl. Und die Sozialdemokratie hat sich mit Peer Steinbrück aufgestellt. Und Peer Steinbrück erhält jetzt merkwürdige Unterstützung von einer bestimmten Seite von Gerhard Schröder. Ich habe das heute wieder nicht glauben wollen, als ich das gelesen habe. Nachdem er ihn vor einiger Zeit in die Pfanne gehauen hat, wegen des Kanzlergehaltes, meint er jetzt, ihn anpreisen zu müssen, er sei ein Mann, der etwas durchsetzt, und jetzt zitiere ich wörtlich, im Gegensatz dazu, der persönliche Politikstil von Frau Merkel hätte jedenfalls nie dazu geführt, eine Agenda 2010 durchzusetzen. Mit anderen Worten, er sagt, wählt Steinbrück, der ist in der Lage, eine solche grausame Agenda wieder durchzuführen, die Merkel nicht. Das ist doch ungeheuerlich. Es gibt nur ein Mittel gegen diese Art von Politik. Das ist die Stärkung der Partei Die Linke, die niemals die Hand zu einer solchen Agenda in Deutschland oder andernorts reichen wird. Und wir müssen natürlich wissen, dass wir deshalb Widerstände haben im Establishment, wie das so schön heißt. Dass die Widerstände nicht nur uns entgegenschlagen, wenn wir die anderen Parteien in der Konkurrenz erleben. Nein, wir müssen auch die mediale Situation sehen. Ich muss das immer wieder sagen. Die Medien sind eben aufgrund der gesellschaftlichen Machtstrukturen nicht die Sprachrohre der Hartz-IV-Empfänger, der Rentner oder der Arbeitnehmer, sondern sie sind die Sprachrohre der reichen Familien, wie ein Gründungsherausgeber der FAZ schon vor Jahrzehnten festgestellt hat. Pressefreiheit in Deutschland ist die Freiheit reicher Leute, ihre Meinung zu verbreiten. Wir dürfen das nicht in Vergessenheit geraten lassen. Und deshalb, wenn beispielsweise versucht wird, über Umfrageinstitute uns zu bekämpfen in Niedersachsen, dann sollten wir zumindest verbreiten, dass es eine Umfrage gibt jetzt, die sagt, 6% für die Linke. Ja, die 6% in Niedersachsen, das wäre eine Zahl, an der wir uns gerne orientieren würden.
Wenn doch eben Kanzler Schröder wirbt, unser Peer Steinbrück ist der einzige Mann, der eine neue Agenda durchsetzen kann. Die Merkel traut sich das nicht einmal zu. Wenn das ernsthaft vorgetragen wird, und das kann man ja heute nachlesen, dann stellt sich doch die Frage, wie ist überhaupt ein Politikwechsel in Deutschland möglich? Und da muss man eines sagen, ich unterstütze es sehr stark, dass unsere beiden Vorsitzenden seit einiger Zeit immer wieder ein Angebot an SPD und Grüne machen und sagen, wir sind bereit, mit euch einen Politikwechsel in Deutschland zu beginnen, aber dann nicht nach Art und Weise, wie Schröder ihn hier empfohlen hat. Zu einer Agenda 2010 werden wir nie die Hand reichen. Aber eines ist klar, wir sind für eine Mehrheit links der Mitte, wie Willy Brandt es einmal formuliert hat. Aber diese Mehrheit ist inhaltlich bestimmt, nicht mit irgendwelchen Buchstaben. Diese Mehrheit heißt Mindestlohn, höhere Löhne, bessere Renten, bessere Arbeitslosenversicherung und nie wieder Krieg. Das ist die Mehrheit, die wir anstreben. Und nur will ich nur mal ein paar Punkte ansprechen, wo ich mich immer wundere, wie alles von uns übernommen wird und irgendwie dann noch ein bisschen verfälscht wird. Vom Mindestlohn war bereits die Rede. Als wir anfingen, für den Mindestlohn zu werben, hat man uns als ökonomisch inkompetent erklärt. Heute sind angeblich die große Mehrheit der politisch Verantwortlichen für den Mindestlohn. Als wir die Rente erst mit 67 kritisiert haben, hieß es, wir könnten nicht mit dem Geld umgehen. Jetzt seilt sich die SPD langsam von dieser Rente erst mit 67 ab. Als wir Hartz IV kritisiert haben, hieß es, das sei zwingend notwendig und es gäbe keine Alternative. Jetzt fangen SPD und Grüne an, die Hartz-Gesetze zu überprüfen. Insbesondere die Grünen sind ja schon bei der Höhe des Regelsatzes ein Stück auf unsere Position gekommen. Als wir die Praxisgebühr immer wieder im Bundestag attackiert haben, da hieß es unverantwortliches, populistisches Gesaberer der Linken. Jetzt musste die FDP nach dem letzten Strohhalm greifen, um die Praxisgebühr endlich im Deutschen Bundestag wieder abzuschaffen. Und daraus, liebe Freunde, könnt ihr ja eines lernen. Ihr müsst immer dafür sorgen, dass die anderen Parteien, dass denen das Wasser so hoch steht, dass sie zum letzten Strohhalm greifen müssen. Erst dann wird es einen Politikwechsel in Deutschland geben. Nur dann, wenn sie so geschwächt sind, dass sie ihre Positionen aufgeben müssen. Und dann hieß es, als wir gefordert haben, den Spitzensteuersatz zu senken, ich bin jetzt beim fünften Punkt, nur mal zu erzählen, was die alles von uns abkupfern. Da hieß es, das sei völlig unmöglich, das würde die Leistungsträger alle nach, ja, heute sagt man neuerdings, nach Russland jagen oder so. Nicht, ist eine Veränderung. Früher hieß es immer, der Russe steht vor der Tür. Heute stehen sie alle vor der Tür Russlands, um Steuern einzusparen oder so. Die Welt hat sich doch wirklich verändert. Also jetzt redet selbst die CDU von einem niedrigeren Spitzensteuersatz. Als wir die Abgeltungssteuer immer wieder zur Abschaffung im Bundestag vorschlugen, nicht vergessen, Peer Steinbrück hat diese Steuer eingeführt. Das war sein, wenn man so will, sein Geschoss, die Abgeltungssteuer, nach der eben diejenigen, die Geld haben, viel weniger Steuern auf ihre Erträge zahlen müssen, als die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Knochenarbeit. Da haben sie gesagt, das geht nicht. Jetzt sagen SPD und Grüne, sie wollen die Abgeltungssteuer abschaffen, wie die Linke es lange gefordert hat. Als wir die Vermögensteuer, die Wiederbelebung, die Wiedereinführung gefordert haben, standen wir allein. Der andere Kanzlerkandidat der SPD, Steinmeier, sagte vor seiner Kandidatur im Jahr 2009, er würde nicht kandidieren, wenn man die Vermögensteuer ins Programm schreiben würde. Nicht, dass das vergessen wird. Jetzt auf einmal sagen die, sie wollten auch eine Vermögensteuer. Als wir die sogenannte Attac-Steuer oder Tobin-Steuer gefordert haben, haben sie alle gesagt, das schadet dem Finanzplatz Deutschland. Jetzt sind sie auf einmal in großer Mehrheit für die Tobin-Steuer. Als wir die Mietpreisbegrenzung, ich bin schon bei Punkt 9, gefordert haben, haben sie gesagt, typisch Kommunismus. Die wollen wieder, dass der Staat all das Sagen hat. Jetzt wollen sie allerdings auch den Anstieg der Mietpreise begrenzen. Aber hier an der Stelle könnt ihr sehen, warum es ohne die Linke niemals geht. Die SPD sagt, bei
Wiedervermietung alter Wohnungen oder bei Mietpreissteigerung darf die Miete in 4 Jahren nur um 15% steigen. Das meint sie, sei also ein Riegel gegen Mietpreissteigerungen. 4 Jahre 15% macht 3,75 im Jahr. Wie sollen denn Leute bei sinkenden Löhnen und bei sinkenden Renten, zumindest real, wie sollen sie denn das überhaupt verkraften? Deshalb ist der Vorschlag der Linken, mindestens, höchstens die Inflationsrate zuzulassen. Das ist ein viel intelligenterer Vorschlag, ein weiterer Beweis. SPD und Grüne darf man nie allein regieren lassen. Es kommt nur Mist dabei raus. Die Energiepreisbegrenzung haben wir in der Legislaturperiode 2005 bis 2009 immer wieder gefordert. Wir wurden immer wieder abgebügelt. Jetzt auf einmal wollen auch die anderen nicht nur die Mieten, sondern auch die Energiepreise staatlich regulieren. Richtig. Wir können nur Ja dazu sagen, aber dazu muss eines auch gesagt werden, solange die in den Beiräten und Aufsichtsräten der Energieunternehmen sitzen, solange auch die Grünen eingeladen werden und von Finanzkonzernen gesponsert werden, solange wird sich in Wirklichkeit nichts ändern. Nur wenn die Linke mit dabei ist, werden erste Schritte zur Begrenzung der Energiepreise und zur Mietpreise unternommen. Und weil wir hier in der europäischen Familie zusammengekommen sind. Ich habe jetzt 10 Punkte vorgetragen. Ich könnte noch viele andere vortragen. Einfach nur zur Erinnerung, wie die Linke wirkt und wie dieses Übernehmen von Positionen unserer Partei gar nicht hinreichend öffentlich reflektiert wird. Wir haben vor Jahren sogenannte Eurobonds vorgeschlagen. Eurobonds hießen damals, wir nehmen das ganze Gewicht der Europäischen Gemeinschaft, um gleich die Spekulation an den Rändern zu unterbinden. Als wir das vorgeschlagen haben, hat überhaupt keiner das aufgenommen. Es wurde in den Medien überhaupt nicht berichtet. Sie haben es gar nicht verstanden. Und als dann diese Forderung kam, hat zum Beispiel Peer Steinbrück im Verein mit Frau Merkel gesagt, das können wir nicht, das können wir den deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern nicht zumuten. Jetzt haben wir die Eurobonds auf unterschiedlichsten Formen. Das sind die Rettungsschirme, das sind die Targetsalden. Es geht gar nicht anders, als dass wir zusammenstehen, um die Währung zu retten. Anders ist überhaupt nicht möglich. Was Sie nicht verstanden haben, ist, dass mehrere Länder mit einer Notenbank, dass die dann, wenn sie selber nicht mehr Geld drucken können, weil sie keine Notenbank mehr haben, dass sie dann das Risiko der Zahlungsunfähigkeit haben. Das haben Sie nicht verstanden. Hätten die Länder noch weiterhin Notenbanken, könnten sie nachdrucken. Dann gäbe es Abwertungen, aber sie würden niemals zahlungsunfähig werden. Und diesen Konstruktionsfehler der Währungsunion hat Frau Merkel nicht verstanden. Sie stand sogar immer da, als der Waldbrand begann und hat gesagt, bitte kein Wasser, das wird viel zu teuer, das Wasser. Ja, das war ihre Politik all die Jahre. Sie wird dafür auch noch gefeiert in der Öffentlichkeit. Ja, man stellt also diese Feuerwehrfrau Europas, die also mit dem Wasser spart, wird auch noch gefeiert für diese Art von Brandlöschung. Wir sehen ja, was jetzt daraus passiert. Aus dieser ganzen Geschichte ist eines zu lernen. Solidarität kann man nicht mal leisten und mal nicht leisten. Wenn man die europäische Einigung will, wenn man das Zusammenwachsen der Völker Europas will, dann muss man auch bereit sein, gemeinsam, und Sie sind ja jetzt gezwungen worden, zu haften für die Schulden. Das geht gar nicht anders, denn wir waren es doch, die durch unser Lohndumping dazu geführt haben, dass die anderen sich überschuldet haben. Also müssen wir jetzt auch gemeinsam antreten, um dieses ökonomische Desaster wieder glattzustellen. Vielleicht noch ein letztes, da die Zeit uns davonrennt. Ich habe mich ja gefreut, dass jetzt auch Peer Steinbrück die Waffenexporte einschränken will. Überhaupt würde ich gerne den SPD und den Grünen ein Angebot machen und sagen, wir können ja mit euch regieren. Ihr müsst nur vom Bundestag einen Eid schwören, dass ihr euer Programm und eure Ankündigung umsetzt. Da sind nämlich ja sonst gar nichts, ja. Sonst gar nicht. Das ist so einfach. Die müssten nur einen Eid leisten, dass sie das, was in ihren Programmen steht, umsetzen. Das ist zumindest zur Hälfte sind das Dinge, die wir wirklich sofort alle mitmachen würden.
Und bei den Waffenexporten sind also leider diese beiden Parteien unglaubwürdig, weil sie eben in dieser entscheidenden Frage des Krieges immer noch nicht umgedacht und immer noch nicht umgelernt haben. Als die Libyen-Angriffe begannen, waren es doch SPD und Grüne, die gesagt haben, wir müssten da mitmachen, das dürfen wir niemals vergessen. Und jetzt sollen wir denen abnehmen, sie seien für die Begrenzung der Waffenexporte. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, an der Stelle können wir stolz sein auf unsere Partei. Wir waren die Einzigen, die dieser ganzen Änderung der Außenpolitik mit Kriegen Frieden schaffen zu wollen, von Anfang an widerstanden haben. Der Afghanistan-Krieg hat uns auf dramatische Art und Weise bestätigt. Und deshalb lasst uns stolz sein, manchmal zweifeln ja einige, lasst uns stolz sein auf unsere Alleinstellungsmerkmale. Ich bin stolz auf diese Partei, weil sie dem Grundsatz verpflichtet ist, nie wieder Krieg. Und so soll es bleiben. Oscar Lafontaine. Vielen Dank, Oscar. Vielen Dank allen, die hier gesprochen haben. Aber jetzt kommt an diesem wunderschönen, inspirierenden, nachdenklichen Nachmittag noch der kulturelle Abschluss. Es kommt noch eine Gruppe, die auch prognostische Fähigkeiten erwiesen hat, jetzt mit zwei Liedern. Und dann nochmal Pablo Miro und die Gruppe Karussell, auch nochmal mit zwei Liedern. Und deswegen sage ich Sie jetzt an, besuchen Sie Europa, solange es noch geht, haben die vor vielen, vielen Jahren gesungen und sind damit ganz vorne in der Hitparade gelandet. Und dann haben sie irgendwann auch gesungen, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Geier, Sturzfluch! Guten Abend! Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir. Dankeschön, das kennen wir. Wir fangen jetzt an mit unserer aktuellen Single und ein Schelm, der Böses dabei denkt. Sie heißt Rettungsschirm. Schulden, du solltest dich nicht schauen.
verabschieden möchten wir uns mit diesem Song, den Dieter eben schon so nett angesagt hat. Bezahlen Sie mit Euro, solange es noch... Nee, Quatsch. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Okay. Regie. Ost oder West kennt das Lied Als ich fortging. Es ist Legende. Muss man kennen. Und ich habe es jetzt gehört, als es Heinz-Rudolf Kunze gesungen hat, hier in der Philharmonie. Und das zeigt, dass Ostrock auf Westrocker genauso wie umgekehrt große Anziehungskraft hat. Über sieben Brücken musst du gehen und so weiter. Und jetzt kommen die, die diesen Titel bekannt gemacht haben. Und ich bin richtig stolz, dass wir in unserem Stricken auch ein bisschen gegen Konzernmedien, dass mehr Künstlerinnen und Künstler sich bei der Linken sehen lassen, auch in dem Wissen, dass ihre Sendeplätze dadurch nicht unbedingt zunehmen. Sie begrüßen können Karussell! Thank you.
geschafft, nichts verpasst und auch viel riskiert. Ganz nah dran und immer dran, trotzdem noch geschworen. Schwach und klein.
oder? Wir wahrscheinlich alle. Ich sehe nur an den Bewegungen eurer Münder, dass ihr etwas Tonähnliches geformt habt. Das auch eigentlich gewollt seid, nach außen zu bringen, aber wir wissen, da geht noch mehr. Ich meine, das ist jetzt nicht. Es ist tatsächlich gefühlter Sonntag. Grund mehr, um sich ein bisschen frei zu singen für die kommende Woche, oder? Keine Angst. Es kommt nicht darauf an, dass ihr falsch singt. Ist vollkommen egal. Ist wie überall woanders, wo man Stimme zeigt. Ihr kommt nur auf die Sache an. Ich hoffe, das macht euch Mut. In Hannover und ich möchte denen danken, die mitgeholfen haben. Denn das wird jetzt unser letzter Auftritt sein, Judith, und meiner, und danach kommt unser letztes Lied und dann wünschen wir euch jetzt schon einen guten Nachhauseweg. Ich möchte danken unserer internationalen Abteilung, die so toll unsere Vorstandssitzung der Europäischen Linkspartei betreut hat und damit auch hier dieses möglich gemacht hat. Reibungsloser Ablauf, lieb, richtig viel Spiel. Und dann will und muss ich danken unserem Gerd Gampe, auch so ein Urgestein in der Veranstaltung, der hier überall hinter der Bühne rumfließt und alles mögliche. Gerd, zeig dich mal, dass ihr immer noch weißt, welches sympathische Gesicht in diesem wunderbaren Markt. Wir kennen uns schon, als ich für Künstler für den Frieden hier war und er für die FDJ und wir gemeinsam beim Festival des politischen Lieds gemeinsam gewirkt haben. So lange ist eine Freundschaft und besteht auch bis heute noch. Gerd Gampe. Und dann möchte ich ganz herzlich der Volksbühne danken. Hier ist viel Improvisation gewesen. Die haben überzogen, die haben schrecklich überzogen. Aber es ist klar, wenn man mit Kindern kommt, überzieht immer irgendwie immer, hoffentlich nie das Konto. Aber in jedem Fall haben wir die Zeit etwas überzogen. Wir danken euch auf Knien von der Volksbühne für die tolle Improvisation mit der Außenübertragung. Für die, die vorhin nicht reinkamen, jetzt kämen sie allmählich rein, aber damals vorhin nicht reinkamen und dass ihr die Überziehung jetzt bis jetzt toleriert habt und auch das letzte Lied. Auch ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich erschienen seid im Namen der Partei Die Linke und im Namen der Partei der Europäischen Linken. Ich hoffe, dass wir so kämpferisch, wie wir heute ins Jahr gestartet sind oder so wie wir heute den Tag für Rosa und Karl begangen haben, dass wir auch so ins neue Jahr starten, kämpferisch, stark und stolz, wie Oskar gesagt hat. Also ich verabschiede mich ganz herzlich, freue mich auf ein Wiedersehen, vielleicht im Wahlkampf nächste Woche noch. Ansonsten gibt es bestimmt viele Möglichkeiten.
Alles Gute, guten Weg. Vor kurzem war ich auf Tournee, Frankfurter Flughafen. Große Manager und Unternehmer mit schicken Aktentaschen. Das war vor einem Jahr, ich fühlte mich klein. Ich sagte, die Typen, die nehmen unsere Welt ein. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht klein. Wir sind nicht klein. Wir haben die Macht. Potenziell immer latent. Da ist dieses Lied entstanden im Flughafen, im Frankfurter Flughafen. Ihr habt die Zettel dort liegen, ihr könnt mitsingen und es gibt einen Teil zum Mitsingen und der geht so. Ihr könnt euch eine von den vier aussuchen, wiederholen. Die passen gut zusammen. Un, dos, tres, y. Hört man ihre Zähne klappern, dann wissen sie Bescheid.